Mensch ist es. Guten Abend. Hallo. Ja. Es ist... Aber Dankeschön. Dankeschön. Ey, ist, man weiß ja gar nicht, ne? Danke. Guten Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Es ist... Gunnar, es ist so blöd, ne? Man weiß gar nicht, wie begrüßt man heutzutage noch? Wie soll man, sagt man guten Abend oder geht man raus und sagt grüß Gott? Geht auch nicht, dann sind die Salafisten sauer. Ne? Geht man es ein bisschen jovial an und wie in der Kurpfalz und sagt Allah gut, dann maulen die Vollhongs von Pegida wiederum, sagt man einfach nur guten Tag, dann heißt, wir sollen an dem Tag heute schon gut sein gewesen. Vielleicht müssen wir bald Nastarowje sagen, weil der Russe schon vor der Tür steht. Ich soll ja jetzt dieses Jahr 2014 so ein bisschen es ist so viel passiert, oder? So schnell ging das auch. Ich bin die Tage auf die Bühne und hab mir gedacht, komm, ist, also, wird nicht viel sein, die letzten News nicht gecheckt, macht nix, na, wird schon nix, kommt mir so ein fahnenschwingender Kubaner entgegen und sagt, Kuba Libre! Habe ich mein Smartphone angeworfen und hab gesagt, tatsächlich? Nach über 50 Jahren haben die Amis gemerkt, dass die Weltbedrohung nicht von alten Straßenkreuzern, Zigarren und Ruhm ausgeht, sondern von Thüringen. Es ist wirklich, es ist verrückt. Ich meine, ich bin ja in dieses Jahr gestattet, ich habe gesagt, komm, Priol, mach, geh's ein bisschen versöhnlich an. Ne, gute Vorsätze von Silvester nicht gleich wieder an Neujahr erbrechen. Ne, hab Zuversicht und Vertrauen, gerade was die Kanzlerin angeht. Ich meine, sie hat ja was, sie kann schon was. Und dann muss ich gleich zum Jahresauftakt feststellen, nicht einmal Langlauf kann sie. Hör mal, ey. Die harmloseste Sportart neben Federball. Ich meine, ich wusste immer, dass ihre Politik der kleinen Schritte ein böses Ende nehmen wird, dann kracht die da auf ihren Steiß. Aber da hat man gesehen, eine deutsche Kanzlerin stürzt nicht, die plumpst. Danach kam die Schlagzeile des Jahres, Kanzlerin regiert mit Krücken. Gut, weil, ja, ne? Ich meine, wenn man sich das Kabinett Merkel dreimal genauer anguckt, stimmt, ne, unser Loipenluder, die Aufregung danach, ich habe das locker genommen. Die arme Frau, die hat sich ihr Becken geprellt. Ich sag uns prellt sie schon seit Jahren. Das wäre mal Anlass. Nein, aber ich will mich nicht aufregen, denn die Chefin weiß, diese Regierung leistet hervorragende Arbeit. Es hat ein bisschen was von der FIFA, ne? Die sich von ihrer werkseigenen Ethikkommission auch gern bestätigen lässt, wie transparent und bestechend sie arbeitet. Aber sie muss nur sagen, uns geht es gut, schon schrauben sich ihre Beliebtheitswerte wieder in astronomische Höhen. Okay, seit diesem Jahr weiß man nicht so genau, wer diese Umfragen in Auftrag gibt. Ne? Der ADAC oder das ZDF, nein, es wird alles gut. Wir werden geräuschlos und unaufgeregt regiert, also eingeschläfert. Das mögen wir halt. Und damit es nicht langweilig wird, wird im Politzirkus, da haben wir ja zum Glück die CSU. Ne? Horst Seehofer, der Quartalsirrer aus Ingolstadt. Der Alpen-Taliban, der hat auf seinem Parteitag getönt, alles, was diese Koalition erreicht hat, das waren wir, das war die CSU. Kurz danach wurde bekannt, dass im benachbarten Tschechien mehrere Crystal Meth Depots aufgebrochen wurden. Die pfeifen sich aber auch was ein, Sachen. Sonst wären die niemals auf die lustigsten Vorschläge des Jahres gekommen. Der letzte zu Hause soll nur noch Deutsch gesprochen werden. Das fällt dem Bayer generell schwer. Deshalb fordert. Deshalb fordert es jetzt von den Migranten. Nur ich sag, wer soll das kontrollieren? Klingelt dann die Sprachpolizei an der Tür. So, Olli, jetzt pass mal auf.
Ich hab dir da einen Satz mitgebracht, der heißt: In Bayern, da schächtet man keine Hammeln nicht. Die hätte ich von dir gern jetzt im Futur 2, im Plusquamperfekt Passiv und im Konditionalis Irrealis. Hast mich, ich werde das dann prüfen, weil keiner beherrscht die Grammatik besser als wie ich. Ich hab so, genau, sowas, immer, sowas fordert eine Partei, bei der man jede Rede mit deutschen Untertiteln versehen muss. Aber der CSU ging's ja nie um Deutschland oder um Europa. Der CSU ging's immer nur um ihr Eigentum, also Bayern. Und da drohten zu Jahresbeginn schlimme Sachen. Rumänen und Bulgaren durften nach 7 Jahren der EU-Mitgliedschaft plötzlich bei uns arbeiten. Was heißt arbeiten? Herkommen, um sich in die soziale Hängematte zu legen, um Häuser zu plündern und fleißige, früh aufstehende Leistungsträger auszurauben. Rumänen und Bulgaren, die Donau aufwärts schwimmen, um unsere Sozialsysteme zu fluten. Wie wir jetzt wissen, in erster Linie mit Beiträgen. Aber egal, da musste man durchgreifen. Wer bedrückt, der fliegt. Für mich der Slogan des Jahres. Wer bedrückt, der fliegt, habe ich mir gedacht. Da ist der Luftraum über München. Aber an manchen Tagen schwer überfüllt. Selbst Radio Vatikan hatte es gewagt, die CSU, also das Tochterunternehmen, zu kritisieren. Ne, von wegen, ja, im Ton vergriffen und wo bleibt die Menschlichkeit? Und sagt, was hättet ihr denn damals zu Maria und Josef gesagt? Da hatten die strammen Bayern aber gleich die Antwort parat. Was wir gesagt hätten, schleicht euch wieder rum. Schwanger ist auch noch. Nein, es ist 2014, da hat man wirklich gesehen, unser Land hat Sorgen, oder? Die Welt am Abgrund, Afrika im Ebola-Fieber, überall tobt der Krieg, die Dschihadisten feiern stündlich Scharia-Himmelfahrt. Und womit haben wir uns beschäftigt? Mit der Maut. Da ist ja der Dobrindt, der mentale Einzeller. Der ist sowas von dahinterher. Das waren... Das waren unsere Probleme. Was war noch? Charlene von Monaco hat Zwillinge bekommen und Borussia Dortmund mehr Punkte in Flensburg als in der Bundesliga. Das waren die Themen. Auch auf dem Parteitag der CDU, einen Sonderparteitag zu Europa, hat die Partei einen wegweisenden Beschluss gefasst. Die Sommerzeit soll abgeschafft werden. Ja, habe ich mir gedacht. So rettet man den Kontinent. Okay, die Kanzlerin hat klargemacht, was sie von Europa hält. Europa ist keine Sozialunion. Und dann Deutschland muss es 2017 besser gehen. Das war die Beschlussvorlage auf einem Europaparteitag. So macht man sich Freunde, macht ihr aber nichts. Ich bin Physikerin, ich weiß, wie man spaltet. Hat auch keiner weiter nachgehakt, weil sie haben sich alle auf das Thema Sommerzeit. Für das kämpft auch für deren Abschaffung die CSU. Allen voran Ilse Aigner, die Aigners Ilse, die bayerische Superministerin für Wirtschaft und Energiewende, durfte jahrelang als Bundesverbraucherschutzministerin zeigen, was sie alles nicht auf der Naht hat. Und da haben die gesagt, okay, die kann nichts, die passt ins Anforderungsprofil. Und so wurde sie Superministerin in Bayern, jammert ab und zu rum, selbst für Inkompetenz bin ich zu doof. Aber jetzt soll sie die Energiewende verhindern, ne? Die keiner haben will. Schon gar nicht die Stromriesen. Als erster Konzern hat in diesem Jahr E.ON reagiert, spaltet sich auf in E.ON Future und E.ON Classic, Kohle und Atom. Weil damit ist nicht mehr viel zu verdienen. Und die Entsorgung ist zu teuer. Soll wer machen? Wir, die Steuerzahler. Nennt sich Public-Private Partnership. Dann lieber Sonne, Wind und Wasser. Da gibt's Subventionen wie früher fürs Atom. Gekürzt wird seit diesem Jahr bei den Solarzellen für Eigenheime. Das ist richtig so, hat der E.ON-Chef Tyson, hat es gesagt, wir müssen die Flucht
in die Eigenversorgung stoppen. Denn, weiteres Zitat, die Stromselbstversorger schlagen sich wie Schwarzbrenner mit Steuervermeidungen in die Büsche. Sagt der E.ON-Chef. wer sich ein Windrad in den Garten stellt, muss bestraft werden, weil er sich etwas nimmt, was allen gehört. Das muss jetzt die Ilse richten, die die Sommerzeit weg haben will, weil wir sonst keine anderen Probleme hatten in diesem Jahr, oder? Obwohl, die Euro-Krise ist wieder da. Also die war eigentlich auch nie weg. Es war auch nie eine Euro-Krise, war immer schon das, was sie von Anfang an war, eine Bankenkrise. Aber keine für die Banken, sondern von den Banken für uns. Die müssen wir jetzt bekämpfen, indem wir mehr kaufen. Die müssen mehr kaufen, kaufen. Gut, das hat man an den Weihnachtsmärkten. Platz da, Arschloch, brauch nur ein Geschenk. Wir müssen die Stadezeit, die ich so mag. Wir müssen kaufen, der Binnenkonsum, das Methadon-Programm der Wirtschaftsweisen, muss angekurbelt werden, weil alle an der Droge Wachstum hängen. Wird man Joint Venture geraucht zwischendurch. Hauptsache, der IFO-Geschäftsklima-Index stimmt. Das ist der Wegweiser für alles. Wie der sich berechnet, Geschäftsklima ist gleich Wurzel aus, Klammer auf, Lage plus 200, Klammer zu, mal, Klammer auf, Erwartungen plus 200, Klammer zu, minus 200, Index ist gleich Saldo im Berichtsmonat plus 200, geteilt durch durchschnittlicher Saldo Basisjahr plus 200 mal 100. Wenn du sowas in der 5. Klasse in Mathe als Lösung aufs Blatt geschrieben hättest, eine Stunde Ecke stehen, mindestens. Na und schon mit den Leuten. Und schon mit den Leuten gesagt, hey, durch die Niedrigzinspolitik, du kriegst doch nichts mehr auf der Bank. Was willst du mit dem Geld auf der Bank? Was willst du mit dem Geld? Du kriegst doch nichts mehr. Gib's aus. Und der deutsche Sparer sagt, ja, wenn die das sagen, mach ich das. Ist ja so, wenn du heute 100 Euro auf der Bank anlegen willst, dann rollen sie am Schalter mit den Augen und sagen, ja, da müssen sie jetzt aber noch 5 Euro drauflegen, damit sie am Jahresende die 100 wieder rauskriegen. Was sonst, sagen viele, ja, da lege ich das Geld wieder unter das Kopfkissen. Sagen, nein, sagen die, dann kommen die Rumänen und Bulgaren. Nehmen es dir weg. Dieser Zinser, schlaue Wissenschaftler, hatten errechnet, wer im Jahr 1300 einen Euro angelegt hatte, hätte heute 900 Millionen erwirtschaftet. Wer heute 900 Millionen anlegt, muss in 714 Jahren froh sein, wenn er noch einen Euro. Strafzinsen, wenn man Geld auf die Bank bringt. Da stößt der Kapitalismus langsam an seine Grenzen, ne? Kein Wunder, dass die USA die Nähe zu Kuba suchen. Das sind ja Strafzinsen für Erspart. Bei der Logik müsste man, wenn man sein Dispo überzieht, von der Bank eigentlich Geld zurückbekommen. Macht uns aber nichts, ne? Wir sind das Volk der Sparer, hält still. Oder wir sagen, der Moslem ist schuld. Der Moslem, der mit dem Asylbewerber in unserer sozialen Hängematte liegt. Schuldige finden wir immer. In München stiegen die Mieten in diesem Jahr teilweise bis zu 50% zerfix der Islamisten. Ein Ventil für viele in diesem Jahr, Pegida. Pegida in Dresden. Dort hat es so wenige Moslems, da hielten viele bis vor kurzem Moschee noch für ihre Weihnachtsgebäck. Aber es werden immer mehr. Die Menge. Schönste hat mir gefallen, ein Kreuz in Schwarz-Rot-Gold. Jesus war Deutsch. Dafür hat er aber komisch gesprochen, ne? Aber gut. In Dresden glaubt man das. Aber gut, Sachsen war ja früher schon das Tal der Ahnungslosen. Aber Pegida. Pegida findet immer mehr Ableger. In Düsseldorf Pegida, auch in vielen anderen Städten, Güstrow, Magdeburg, Braunschweig, Kassel, Darmstadt, begehrte Wohlfühlgegenden. Alle mit diesen schönen Kürzeln, ne? Bragida und Magida und Dagida.
in Würzburg auch. Dort hat es das treffendste Kürzel, Würgi da. Aber es ist... Man merkt aber so, es gärt so ein bisschen, ne? Nach einem Jahr großer Koalition, nach dieser satten Selbstzufriedenheit, die GroKo, unsere antiparlamentarische Schrankwand der Demokratie. Hör mal, wir haben ja eine Opposition, für die musst du Welpenschutz beantragen. Ich sag, mei, da wollt ihr ja auch ein bisschen was reden, ja. Aber ihr habt nur 3 Minuten Redezeit. Und bei manchen muss man froh sein, wenn es nur 3 Minuten sind. Die GroKo, die Interessensvertretung der Generation 65 plus, die hat sich die Präambel in ihrem Koalitionsvertrag sowas von zu Herzen genommen. Es darf in den nächsten 4 Jahren nicht zum Äußersten kommen, zum Regieren. Und das klappt. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und in der Lok sitzt Rudolf Bufalla. Halala, halala, halala. Das ist 2040. Das ist herrlich. 2014, das war im Wesentlichen ein Gedanke. Wir müssen vom Wesentlichen abgelenkt werden. Und das hat super geklappt. Guck mal, im Februar erhöhen sich unsere Volksvertreter die Diäten um 10%. Zack, kam zeitgleich die Edati-Affäre rein. Da hatten wir eine veritable Staatskrise. Ich habe ja mal versucht, das für mich irgendwo halbwegs, wie das alles sich entwickelt, zu wer hat wann, von wem, was gewusst, wer mit wem, wann, womit und noch schlimmer. Und zum Jahresende wurde es noch komplizierter. Nach diesen SMS-Enthüllungen hat scheinbar jeder von jedem irgendwas gewusst. Der Hartmann von der SPD, der Drogen nehmen musste in diesem Jahr, um seine Partei auszuhalten, der hatte... Der hatte so viele SMS mit dem Edati geschrieben, um ihn jetzt zu informieren, dass er sein Handy als gestohlen melden musste. Und da hat der Edati gesagt, siehst du, genau wie mit meinem Notebook im Frühjahr. Die haben aber auch einen Unterbau, die Sozen. Es war 2014 war, ja, es war eigentlich, war es doch ein Jahr, das die Menschen elektrisiert hat. Also gut, nicht alle. Na, im Bundestag, das ist immer so, überall sind die Menschen elektrisiert. Überall? Nein. Im Bundestag, dieses gallische Dorf, da war es wie immer. Kaum einer da. Da war die Generaldebatte zum Haushalt. Es ging um Bildung, es ging um Zukunft, es ging ums Geld. Und da verlieren sich so ein paar Hanseln im weiten Rund. Ich sage, kann man denn da nicht mal eine Anwesenheitspflicht einführen? Auf der... Wenn schon... Ja, der... Ah. Und dann strampeln sie sich immer ab und die Opposition reden auf der Regierungsbank, hocken sie gelangweilt rum und patschen autistisch auf ihren Smartphones und iPads da rum. Wenn einer der Opposition seine 3 Minuten Redezeit auszufüllen versuchte, ich würde mir so wünschen, dass einmal ein Redner am Pult ausflippt, wenn er Kanzlerin und Vizekanzler beim gelangweilten Handypatschen erwischt. Ein Furor, wie von einem, der in diesem Jahr seinen 450. Geburtstag feierte. William Shakespeare. Mit Versen, die die gelangweilten Debattenverweser in ihre Sessel drücken würden. Gifthexentau, den meine Mutter strich vom Fäulnismoor. Fall auf euch zwei! Da würden sie vielleicht mal wach und würden sagen, und dann weiter. Und dann gleich nachgelegt aus Macbeth, ich kenne euch als Schuft, als Gauner, als Restefresser, als gemeine, eitle, seichte, katzbuckelnde, Kost- und Logie-mickernde Flickstrumpflumpen. Als bangbüchsige, milchherzige, memmischwinkelzügige, kreuzdumm dienende, kleinkarierte Schubiaks. 3 Kreuzer-Hungerlöhner, die sich zu Huren machen aus Diensteilfertigkeit. Ihr, die ich ins Wimmern und Winseln prügel, wenn ihr nur die kleinste Silbe leugnet von euren Ehrentiteln. Der große Fluch der Menschheit, Dummheit und Ignoranz sei euer. In großen Portionen,
Da wäre mal Stimmung in dem Laden. Da ging's mal ab. Da klingt das noch besonders. Besonders dann, wenn das Ganze noch in der Diktion von Herbert Wehner vorgetragen würde. Mann, Mann, ich sage Ihnen, Gift, Hexentau, dass meine Mutter strich vom Fall Nesma, Fall auf euch. Da ging's mal ein bisschen ab. Ich glaub doch, warum schnarchen die alle da rum? Hör mal, es gab doch so viel Anlass für leidenschaftliche Debatten. Die Lage in Europa, der Kalte Krieg mit Kuba ist beendet, wir in Europa sind mittendrin. Nach 100 Jahren Erster und 75 Jahren Zweiter Weltkrieg. In diesem Jahr haben manche gesagt, es wäre mal wieder Zeit. Ne? Auch die Medien, der Spiegel hat gesagt, ja, stopp Putin und es riecht nach Krieg in Europa. Und die Zeit hat auch gesagt, ja, es ist irgendwo, wäre mal der, droht Krieg in Europa. Die Bild-Zeitung sowieso, die trommelt ja wöchentlich, gibt es Krieg in Europa? Und da schwingt immer so das hoffnungsfrohe Endlich mit. Weil Schuld ist natürlich, wie immer, der Russe. Was für ein Aufreger. Im Dezember 3 russische Kriegsschiffe im Ärmelkanal. Ganz normales Seemanöver, aber Bild war in Sorge. Herr Steinmeier, müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Müssen wir Angst haben? Aber ich sag, wie? Der Russe kommt, wenn er zu uns will, über den Ärmelkanal? Wir haben damals gelernt, wenn der Russe kommt, kommt er über Fulda. Und da waren wir relaxed. Wir haben gesagt, wenn der Russe einmal die Innenstadt von Fulda sieht, dann geht er freiwillig zurück nach Vladivostok. Ne, auch heute diese alte Drohung. Die Russen stehen in 24 Stunden am Rhein. Wie denn bei dem Zustand unserer Straßen? Hä? Wenn die über die Rheinbrücke bei Leverkusen müssen, 3,5 Tonnen Nutzlast. Nein, dieser alte Slogan, ne? Die Russen kommen, die Bayern haben das locker genommen. Da hat der Dobrindt, als der gehört hat, die Russen kommen, hat der nur gerechnet. Ne? Er hat gesagt, bringt mir das. Nein, ich kann beruhigen. Das hat mir mein Therapeut geraten. Er hat gesagt, immer was Positives einstreuen. Die aktuelle Kriegsgefahr ist sehr gering. Also zumindest eine, die von uns ausgehen könnte. Ne? Weil... Womit? Wir haben ja bei der Bundeswehr nichts mehr, womit wir noch Angst einflößen könnten. Unsere Verteidigungsministerin. Okay, das blonde... Das blonde Fallwaldi schon, die trägt ja mittlerweile die gebrauchten Bomberjacken von George W. Bush auf vom obersten Folterknecht, kostengünstig bei eBay ersteigert. Und sie hat ja immer einen sehr begrenzten Wortschatz. Müssen wir darauf achten. Aber in jedem zweiten Halbsatz von ihr kommt immer, das ist richtig und das ist wichtig. Und schon sind alle schwer beeindruckt. Wenn sie mit ihrem aasigen Lächeln ankommt und dann immer sagt, das ist richtig und das ist wichtig. Die hat ja gedacht, die kommt damit durch. Ne? Die hat gesagt, komm, was soll's, ich habe schon 2 Ministerien vorher versemmelt. Da kriege ich das mit Verteidigung auch noch hin. Muss ja nicht viel machen, immer schön darauf achten, dass die Frisur gut sitzt im Wüstensand. Und ab und zu mal ein kleines Selfie mit dem Kurdenführer. Kasernen zu Krabbelgruppen machen. Leopardpanzer mit Maxikosis nachrüsten. Und immer schöne Fotos. Sie stellt sich ja regelmäßig der huldvoll eingeladenen, kritisch-investigativen Presse, also Bunte, Gala, InTouch, als in der Ukraine die OSZE-Beobachter entführt wurden. Da war sie zum Fotoshooting auf hoher See vor Libanons Küste. Da hat die Fregatte, auf der Fregatte Wiesel, das ist ja schon diese Namen, oder? Wie sollen wir denn da den Terrorbanden im Nahen Osten Angst einjagen damit? Da, die Wiesel kommt, da schnallen die.
aber alles hat demnächst wahrscheinlich der Kampfpanzer Flo. Der hüpft. Und dann die Krabbelhaubitze Uschi. Es ist an... Aber an Bord der Wiesel hat sie mit den Soldaten Spaghetti gegessen, wusste die Bunte zu berichten. Und unsere zierliche Verteidigungsministerin war schon nach 3 Gabeln pappsatt. So erfüllt die ihr Amt. Uschi von der Leyen ist die letzte Blendgranate im Munitionsdepot der Bundeswehr, die noch... noch funktionstüchtig ist, aber sie kann ja nichts dafür. Die arme Frau ist umzingelt von lauter bösen Männern. Sie hat ja die marode Truppe von ihrem Vorgänger übernommen, Thomas de Maizière, Drohnen-Tommy. Hat uns Milliarden gekostet, der dürfte eigentlich gar nicht mehr im Kabinett sein, aber da hat die Bahn gleich gesagt, stopp! Den kriegen wir bei uns nicht auch noch unter. Unser Luschenparkplatz ist voll. Ne, gut. Gut. Ach. Gut, hat sich die Union gedacht, machen wir halt wieder zum Innenminister, fällt keinem auf. Hauptsache, er ist von der Straße weg. Aber er konnte ja auch nichts dafür. Er musste das ja übernehmen von seinem Vorgänger, dem Geölten aus Franken, Karl Theodor. Zu Gutenberg, der aber auch nichts machen konnte, weil er musste ja die Hinterlassenschaft von seinem Vorgänger verwalten, Franz Josef Jung. Alles veritable Unionsgrößen, die für Kompetenz und Sachverstand stehen. Manche in der Partei sind schon nervös und sagen, hoffentlich merkt es mal keiner. Andere wollen es auf die SPD schieben, sagen, Schorsch Leber war's. Für mich war das toll, also 2014, das war für mich mit das Schönste, der Niedergang der Bundeswehr. Hör mal, was haben wir Anfang der 80er Demos gemacht? Ne, im Bonner Hof hatten 600.000 ne, für Abrüstung und 30 Jahre später erledigt die Bundeswehr unsere Arbeit. Das finde ich super. Hä? Mit Flugzeugen, die nicht fliegen und Hubschraubern, die nicht landen und Gewehren, die nicht schießen. Da sagt die Friedensbewegung zu Recht. Ey, Respekt, ey. Wer hätte gedacht, dass unser alter Spruch, den wir auf Bettlaken gepinselt vor uns hergetragen hatten, so seine späte Erfüllung findet. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner kann hin. Weil der Truppentransporter gerade wieder einen Achsbruch hat und dann... steht Uschi von der Leyen im Morgengrauen vor einer Transall und fleht und pustet. Flieg! Jetzt flieg doch hinten! Flieg! 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 Was mich nur gewundert hat, diese gehäuften Pannenberichte in diesem Jahr. Warum so viel auf einmal? Brauchen die vielleicht mehr? Und dann mache ich das Morgenmagazin an. Wer kommt? Das Fallbeil. Und sagt, natürlich müssen wir auch einen höheren Finanzbedarf ist richtig und das ist wichtig. Die Rüstungslobby hat gesagt, ja, richtig, brav. Deshalb mehr, aber das Geld fehlt ja. Zumindest im nächsten Jahr, weil wir da den deshalb hat Blondie was ganz Tolles in die Generaldebatte eingebracht, den Planungsvorschlag 2016. Wir haben eine moderate Überplanung ohne Kompensation eingebracht. Ich weiß nicht, in welchem Wortschöpfungsbunker die verbeamteten Vollnasen sitzen, um sich solche Satzkonstruktionen einfallen zu lassen. Das muss man sich mal auf der... Wir haben eine moderate Überplanung ohne Kompensation. Heißt, wir rechnen mit Geld, das gar nicht da ist. Gut, das kann man erwarten bei der von der Leyen, eine Frau, die ihre Doktorarbeit mal mit dem schönen Titel abschloss. C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Amnioninfektionssyndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung. Das ist... Das ist der einzige Unionspolitiker, dem ich glaube, dass er seine Doktorarbeit nicht... Weil...
auf sowas. Auf sowas kann niemand kommen. Neuestes Auslaufmodell, der Eurofighter. Baumängel am Rumpf, zu wenig Nieten. Unterscheidet ihn vom Planungsstab und von der Politik. Aber ist ja überall, wo der Begriff Euro mitschwingt, sind ja Baumängel vorprogrammiert. Haben wir in diesem Jahr auch gesehen? Europa? Ja, droht die Dämmerung, weil das Konzept der Kanzlerin irgendwie nicht aufgeht. Sparen, Hausaufgaben machen. Sparen, Hausaufgaben machen. So redet diese Frau seit Jahren mit souveränen Staaten, wie eine Gouvernante mit Kindern. Mal Hausaufgaben, dann gibt's auch wieder was zu essen. Das ist eine tolle Idee, sparen, um so die Wirtschaft anzukurbeln. Da könnte man dem Hungernden auch zurufen, iss weniger, dann bist du schneller satt. Na, unsere große Krisenbewältigerin, ja, Deutschland kann sich glücklich schätzen, in solchen Zeiten eine solche Kanzlerin zu haben, hat Uschi von der Leyen gemeint. Dafür hat sich die Kanzlerin einen Tag später voll hinter ihre Verteidigungsministerin gestellt und die Verteidigungsministerin verteidigt. Ich habe dann nur noch auf den Satz gewartet, ihr habt mein vollstes Vertrauen. Ich sage, ja, nur noch 48 Stunden. Aber da haben sie, ehrlich. Uschi von der Leyen war im Sommer auch schwer auf Krawall gebürstet. Erst kommt die Kanzlerin und mault und sagt, die Russen verstärken da ihre Präsenz an ihrer Ostgrenze, das geht ja gar nicht. Hing sie schon wieder am Telefon, ne, hat der Putin seinen Hund mal kurz bellen lassen. Und dann war das Gespräch beendet. Und am nächsten Tag kommt die von der Leyen und fordert die NATO auf, ihre Präsenz an der Ostgrenze zu verstärken. Das ist richtig und das ist wichtig. Ich habe mir gedacht, Uschi, warum nur die Ostgrenze, man könnte ja noch ein bisschen weiter, ne? Haben andere auch schon gemacht, Napoleon und dann wieder der andere, richtig. Gut, damals waren die strengen Winter und die schlechte Ausrüstung. Macht der von der Leyen aber nichts. Sie hat gesagt, der moderne Soldat trägt Funktionsunterwäsche, die er sich vorher bei Tschibo noch selbst besorgt hat. Das war in diesem Jahr, ne? Krim und Ukraine und Russland. Und beim NATO-Gipfel waren sich auf einmal alle einig, der Wehretat soll kräftig steigen. Sagt die Rüstungslobby wieder, brav. 2% unseres Bruttoinlandsprodukts soll jedes NATO-Mitglied soll 2% zusätzlich für Rüstung. Das wären bei uns schon mal 13 Milliarden jährlich. Das wird schwierig. Dank Schäuble. Weil der sich ja als Safety Car vor dem Staatshaushalt aufgebaut hat und keine neuen Schulden machen will. Wir kriegen, das ist die Meldung für nächstes Jahr am Ende, wir kriegen einen ausgeglichenen Haushalt. Sind Sie da auch so glücklich? Ich stehe im Bad, ich schaue in den Spiegel, ich kann kaum an mich halten. Ich sage, ich bin beseelt. Man spürt es auch schon, ne? Im Portemonnaie, wie es sich aufbläht. Durch die bloße Ankündigung. Wir werden viele Gürtel kaufen müssen, die wir enger schnallen können, damit die Hose nicht rutscht durch die Aufblähung. Ein ausgeglichener Haushalt durch Rekordsteuereinnahmen. Der Jubel der Deutsche. Das ist ein europaweites Phänomen, dass sich ein Volk darüber freut, mit selbst geleisteten Steuerzahlungen seinem Finanzminister einen ausgeglichenen Haushalt zu ermöglichen, der niemandem was bringt, außer seinem Ego und ihn deswegen auch noch zu mögen. Super. Keine neuen Schulden, sagen alle. Ja, wegen der nächsten Generation. Die interessiert es doch gar nicht. Geh mal zu so einem 15-Jährigen hin, falls du noch zu ihm durchdringst. Sagst, hey, das sind die Stöpsel von deinem iPod aus dem Ohr. Und das Smartphone weg, wir sind ja nicht auf der Regierungsbank. Weißt du, was deine Regierung für dich macht? Äh, äh, äh?
sie schenkt dir einen ausgeglichenen Haushalt. Das hast du dir doch immer so gewünscht. Dann kommt doch Bildung, wäre mir lieber. Nee, nein. Nein, wir dürfen keine. Nein, wir dürfen der nächsten Generation keine neuen Schulden hinterlassen. Da hinterlassen wir kaputte Autobahnbrücken, marode Straßen, von der Bundeswehr reden wir jetzt mal gar nicht, fehlende Krankenhäuser und die Kinder können nicht mehr schwimmen, weil es kein öffentliches Schwimmbad mehr geben wird, in dem sie es noch lernen können. Wir hinterlassen ihnen keine Schulden, nur Kosten und Aufgaben. Fast schon ein fürsorgliches Beschäftigungsprogramm. Diese Nullverschuldung, die haben wir ja nur dank Brüssel hinbekommen. Na, sonst hätten wir die Latte gerissen, weil die EU erlaubt, dass in das Bruttoinlandsprodukt so christliche Werteposten eingepreist werden dürfen wie Einkünfte aus Prostitution, Drogenhandel, Zigarettenschmuggel und Schwarzarbeit. Und je höher das Nationaleinkommen, desto geringer die Netto-Schuldenaufnahme. Heißt, wir müssen jetzt alle noch viel mehr kiffen, vögeln und das Finanzamt bescheißen, nur damit der Schäuble diese schwarze Null dauerhaft seine schwarze Null präsentieren kann. Okay, es gibt schlimmere Anreize, womit man seinem Land dienen kann. Ich war ja noch bei Russland und bei der NATO. Und beim G20-Treffen in Brisbane haben sie Putin zugesichert, ja, also die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen. Hat er mal kurz gelacht, die Kanzlerin angebellt. Und ist wieder heim, weil er gewusst hat, komm, nach dem Mauerfall haben sie schon mal versprochen, die NATO keinen Daumen breit nach Osten erweitern. Kommt halt auf den Maßstab der Landkarte an, auf die man den Daumen legt. Das hat der Gorbatschow damals verpasst, dass er das hat schriftlich nicht geben lassen. Der Gorbatschow, unser Gorbi, ist er nicht mehr in Ungnade gefallen, weil er gesagt hat, so darf der Westen mit Russland nicht umgehen. Oh, da haben viele gesagt, ja, der wird halt da langsam alt, ne? Und dann kamen unsere Elder Statesmen und haben Verständnis gezeigt. Genscher, von dem wir im Jubiläumsjahr bis zum Erbrechen den Satz hören durften auf dem Balkon der Prager Botschaft. Oh. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise. Der Satz wäre eigentlich noch weitergegangen, nach dem Jubel. Ne? Da sind wir heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise heute leider noch nicht stattfinden kann, da wir... Das sind berühmte, unvollendete Sätze der Weltgeschichte. Auch die Kanzlerin vor 6 Jahren, als die Bankenkrise da war, ne, ihr Satz, die Spareinlagen der Deutschen sind sicher, der ging auch noch weiter, sind sicher bald nichts mehr wert, wenn meine... Und Genscher hat jetzt auch gesagt, also der Westen muss verbal abrüsten, was Russland angeht. Dann kam der Dicke und hat gesagt, also Europa geht nur mit Russland und nicht dagegen. Dann kam Helmut Schmidt, unsere Ikone, und gesagt, man muss Putin natürlich auch verstehen. Den Satz wollte eigentlich der Schröder sagen, aber der durfte nicht, weil die Grünen in der EU gesagt haben, nein, darf er nicht. Er als oberster Gasableser von Putin, der ist befangen, darf dazu nichts sagen. Und dann hat der Schröder den Text genommen, ist zum Schmidt und er sagt, Helmut, kannst du noch lesen? Und dann hat... Da hat er nochmal seine Menthol gezogen. Es gibt ja immer noch Menschen, die glauben, dass Helmut Schmidt noch lebt, ne? Das ist Quatsch, der ist schon seit Jahren tot. Den hat Rehmz mal nachgebaut, um den Menschen weiszumachen, wie gesundheitsfördernd Rauchen im Alter ist. Aber auf den Schröder haben die eingeprügelt, weil er doch in St. Petersburg seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte mit Putin. Oh, da war was los. Als erstes kam Volker Kauder. Ein ganz sympathischer Mann. Das ist eine Ungeheuerlichkeit.
dass ein ehemaliger Bundeskanzler einer amtierenden Regierung so in den Rücken fällt. Da musste sofort Philipp Missfelder beichten. Der damalige noch Vorsitzende der Jungen Union hat gesagt, Onkel Volker, ich war auch dabei. Stimmung. Und am nächsten Tag kommt der gleiche Volker Kauder und sagt, gerade Philipp Missfelder hat gezeigt, wie wichtig es ist, in Krisenzeiten den Dialogfaden nie abreißen zu lassen. Das ist unglaublich. Also, ja. So scheinheilig können nur Christen, ne? Aber den Schröder, nein. Den Schröder haben sie, das geht ja wohl gar nicht. St. Petersburg, Putin, mit den ganzen Verbrechern trifft er sich dort. Das hat der Schröder locker retourniert. Also hört mal, wenn ich mich mit echten Kriminellen treffen will, dann bleibe ich in Hannover und esse mit dem Maschmeyer zu Abend. Ne? Super. Gorbi und Shevardnadze, die haben damals wirklich dran geglaubt, dass die NATO sich nicht weiter... Und dann kam das Baltikum und gesagt, hey, dürfen wir unter die NATO? Komm her, komm her. Und dann kamen die Polen und haben gesagt, dürfen wir? Komm her, komm her, schnell, schnell, schnell. Und dann Bulgaren, Rumänen, die Ungarn, komm, die Tschechen, komm her. Die Slowakei, ja, auch noch. Ungarn, ja, komm, alle her. Weil es hat keiner gemerkt, weil da war der Jelzin am Ruder, der alte Tanzbär. Und der musste die Wodka-Vorräte vom Chruschtschow noch absaufen. Und dann kam der Putin und mit ihm das erste Foto. Er halbnackt auf seinem selbstgeangelten Tiger. Und da hat die NATO gesagt, was haben Sie denn jetzt für einen Säufer? Komm, dem nehmen wir jetzt noch Georgien und Transnistrien und dann dieses ganze vormongolische Gelump, das sowieso keiner aussprechen kann. Das Blöde ist nur, der Putin säuft nichts. Ein veganer Anti-Alkoholiker, da kann man mal sehen, wo sowas hinführt. Seitdem sagen alle, gibt's noch ein Mittel, Sanktionen. Das hat unsere Industrie von Anfang an locker genommen, ne? Die haben gesagt, was soll's, dann liefern wir unsere Maschinen halt über Saudi-Arabien nach Moskau. Die Molkereien und die Käsereien, die treffen die Sanktionen, aber doch nicht die Großindustrie. Ungeachtet der Sanktionen dürfte die BASF-Tochter Wintershall ein Abkommen mit der Gazprom schließen. Der Gazprom gehört jetzt der Erdgasspeicher im niedersächsischen Rheden. Der größte Gasspeicher Westeuropas. Da habe ich mir gedacht, ja, so macht man sich unabhängig. Als Gegenleistung darf die BASF Milliardendeals in Sibirien ankurbeln. Und der Nürburgring gehört seit ein paar Wochen wem? Einem Russen. Das ist die Logik der Sanktionen. Sanktionen ja, aber nur, wenn sie uns nicht treffen. Kennt man, wenn die Lokführer streiten. Da gibt's am Anfang auch immer Sympathie, ne? Sagen viele, das ist richtig, dass die mehr bekommen. Die müssen uns immer sicher fahren und das ist anstrengend für die auch in dem Schichtbetrieb. Und alle halben Minute müssen sie den Knopf drücken und sagen, ja, wir leben noch. Da sollen die auch anständig bezahlt werden dafür. Da dürfen die auch dafür streiken, jawohl. Ja. Aber nicht in dem Zug, mit dem ich auf die Arbeit muss. Das ist der Feier, der. Oh. Da hatten sie einen Bocksack, auf den alle draufgegangen sind, dieser Weselski, der GDL-Chef. Was haben sie auf den eingegangen? Der Fokus hat ihm jegliche Legitimation abgesprochen, weil er wohnt in einer schicken Leipziger Altbauwohnung, 85 Quadratmeter. Hey, wow, so viel doch. Und er verdient das Doppelte von einem von ihm vertretenen Lokführer. Da hätte so einer doch kein Recht, die zu... Für das Jahresgehalt von Weselski muss der Bahnchef Grube 11 Tage lang arbeiten. Das sind Schicksale. Und der Grube... Und der Grube braucht das eingesparte Geld der Lokführer für sein unterirdisches Projekt Stuttgart 21. Aber ich war ja noch bei den Sanktionen und also bei die Russland wirklich treffen sollen. Da gab's tolle Vorschläge.
Die Fußball-WM 2018 soll ihnen weggenommen werden. Da kam aber sofort Sepp Blatter, der ganz Unbestechliche, Vorbild aller Despoten und lupenreiner Demokraten, und hat gesagt, ja, Moment mal, das hat die Politik nicht zu entscheiden, sowas. Das entscheiden wir von der FIFA ganz alleine. Da sind die ersten Milliarden schon da, da geht gar nichts mehr. In Katar wird schließlich auch gespielt, in diesem Menschenschinderstaat. Das ist ganz normal, selbst Franz Beckenbauer hat gesagt, er habe dort keine Sklaven gesehen. Konnte er auch nicht, weil die waren schon unter dem Rasen. Wir sind da schmerzfrei. Wir sind da schmerzfrei. Wir würden auch in Nordkorea kicken lassen, wenn die Kasse stimmt. Gell, Karl-Heinz? Magst du noch eine Rolex-Uhr haben? Auch der nächste Vorschlag hat nichts gebracht. Ne? Kein Formel-1-Rennen in Sochi. Da sind sie aber schön im Herbst. Jung, jung, jung. Weil da Bernie Ecclestone, der uns in diesem Jahr mal gezeigt hat, was wir von einer unabhängigen deutschen Justiz und ihrer fairen, neutralen Rechtsprechung zu halten haben. Okay, das war Landgericht München. Das ist immer. Ecclestone hat geschmiert und korrumpiert und Millionen verschoben und dann gab es einen Deal als Vergleich. Da ist das Landgericht München immer großzügig. Vor dem Landgericht München wurde auch der Fall des Jahres verhandelt. Uli Hoeneß. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Warum das ging so schnell? Ne? Guck mal, zum Prozessauftakt kommt der Hoeneß an, verliest eine persönliche Erklärung und sagt, ihr geht ja immer noch von diesen 3,5 Millionen aus, ne? Die ich irgendwo am Ding vorbei... Ist ein bisschen mehr. Sind 18 Millionen. Oben sitzt der Richter, löst gelangweilt sein Sudoku und sagt, ja, ja. Haben wir schon gewusst. Am nächsten Tag kommt diese Steuerfahnderin, zum Glück nicht gespielt, von Katja Riemann und sagt, ja, wir haben gerade 52.000 neue Belege von der Bank bekommen und jetzt habe ich die mal überflogen und wohlwollend zugunsten des Angeklagten geprüft. Es sind 27,1 Millionen. Am nächsten Tag haben die gesagt, scheiße, da müssen wir noch den Soli draufrechnen, dann sind es ja schon 28,6. Und dann haben Richter und Staatsanwalt und Verteidiger gesagt, komm, lasst uns aufhören, sonst wird es ja uferlos. Und dann gab es eine Strafe, die am untersten Maß dessen angesiedelt, was überhaupt möglich war. Und dann hat der Hoeneß gesagt, okay, nehme ich. Und dann kamen sie alle. Rummenigge hat ihm Respekt gezollt, weil mit dem Verzollen hat es der Rummenigge noch nie so gehabt. Und einen Tag später kommt die Kanzlerin, unsere Kanzlerin, na, und sagt, ich habe großen Respekt vor Uli Hoeneß. Hat Respekt vor, weil er ein Urteil akzeptiert. Seitdem fahre ich. Seitdem. Moment. Seitdem fahre ich mit der U-Bahn nur noch schwarz. Und ich hoffe. Ich hoffe, dass der Kontrolleur kommt und sagt 80 Euro und ich gebe ihm 100 und sagt, stimmt so. Und dann setze ich mich auf den Bahnsteig und warte drauf, dass meine Kanzlerin um die Ecke kommt, um mir Respekt zu bekunden. Da sehen wir, wird ja noch träumen dürfen. Ne? Und am nächsten Tag kommt der Hoeneß. Danach kam der Seehofer, der muss ja immer alles toppen. Ich habe allergrößten Respekt vor Uli Hoeneß. Verrat uns nicht. Aber dann mit den Sanktionen, der Knaller. Russland soll künftig von der Teilnahme am European Song Contest ausgeschlossen werden. Das zwingt Putin
in die Knie. Zumal, wenn er dann noch erfährt, dass er 24 Stunden am Tag von der Deutschrussin Jelena Fischer und von Conchita Wurst betanzt und beschallt wird. Das ist immer mit Musik, sagen immer, mit Musik geht alles besser. Sagen halt in der zweiten Jahreshälfte, da wurde auch kräftig gesungen. Auf geht Deutschland, Titanto, Titanto, Titanto. Der Sommer, wir waren Weltmeister, wir haben so abgeräumt und wir waren dann so bescheiden, ne, nach der Ankunft in Berlin. Wir waren so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. Ah, dann die Kanzlerin auch gleich noch ihre Version dazu gemacht. So geht Europa, Europa, das geht so, so geht Europa. Wir waren ja eh die, wir hör mal. Wir hatten sowieso, wir waren. Ja, Mann, nein, es war schön, es war toll. Die Fußball-WM, ein Fest, vor allem für die Politik. Das ist 4 Wochen, in denen das Volk immer total abgelenkt ist, da kann man unbemerkt all die kleinen Sauereien, da, und zack, und deswegen da die Beiträge erhöht, hat mich gewundert, dass die während der WM nicht noch das Freihandelsabkommen mit den USA durchgewunken haben. Es wäre die Gelegenheit gewesen, am besten beim 1-0 gegen die Amis. Aber auf der anderen Seite, wir waren ja die, die überhaupt die europäische Fahne noch hochgehalten haben bei dem Wettbewerb. Alle anderen waren ja in der Vorrunde schon, die Engländer. Ne, die sind die Gangway vom Flieger runter und haben nur gesagt zum Piloten, lass die Maschine laufen. Wir bleiben nicht lang. Ne? Und Italien auch, in der Vorrunde weg. Das war die hohe Diplomatie der Kanzlerin. Der neue italienische Ministerpräsident Renzi hatte es gewagt, sich gegen die Sparpolitik unserer Austeritätsikone aufzulehnen, von wegen, wir sind der Nächste, die Befehlsempfänger von Angela Merkel. Wir sind Italia. Dann hat die Kanzlerin vor dem letzten Vorrundenspiel mal den Zähnefletscher von Uruguay angerufen. Beißen Sie die weg. Auch das. Auch. Auch das frühe Aus von Spanien. Die Kanzlerin hatte sich ein Essen mit dem Nationalcoach Del Bosque gewünscht. Möglicher Termin nach den Vorrundenspielen in Brasilien. Und da hat sich der Del Bosque gesagt, nö. Wer den Süden Europas in solch eine ruinöse Knechtschaft zwingt, da fliegen wir lieber vorzeitig heim. Aber man hat gesehen, WM hin oder her, Europa war das beherrschende Thema in der zweiten Jahreshälfte. Was für ein Aufatmen nach dem Referendum in Schottland, wo viele gesagt haben, mein Gott, wenn Schottland jetzt fällt, da kommt ein Domino-Effekt. Jetzt war Schottland dann zum Glück, blieben sie ja doch irgendwie königreich und britisch ausschlaggebend, war das Timing im englischen Königshaus, wie Kate das hingekriegt hat, termingerecht den nächsten Wurf anzukündigen, toll. Danach ist auch der letzte Schotte eingeknickt, weil William seiner Kate präkoital zugeflüstert hatte, für Schottland, Darling. Das war's. Die Boulevardisierung der Demokratie nimmt aber nicht nur bei uns. In Frankreich zum Beispiel. Für mich immer das Vorbild einer gelebten Streikkultur ist vorbei. Hollande, dieser teigige Latin-Lover, der das ausbaden muss, was ihm seine beiden konservativen Vorgänger, Chirac und der gestauchte Giftzwerg, hinterlassen haben, setzt eine Reform der Grausamkeiten nach der anderen. Interessiert sie jemanden? Oh, la, notre président, et la, hu. Nein, es geht nur darum, dass seine Ex-Geliebte ein Buch rausbringt und dann, was ist mit dem Präsident und seinem Croissant passiert und wo war der Motorroller? Dabei, Frankreich ist der erste Freilandversuch außerhalb Deutschlands in Europa, in dem Schröders Vermächtnis, die Agenda 2010, durchgesetzt werden soll. Und eine Nation sagt, oh la,
Mais notre président est l'amour. Wer geht seit diesem Jahr im Élysée-Palast als Berater ein und aus? Peter Hertz, der Nuttenkönig von VW. Der Agenda-Man. Ist Aufruhr? Nein. Alles nur, alle sagen, nein, wir müssen auch in Europa, weil die Kanzlerin die Losung ausgegeben hatte. Europa muss so werden wie wir. Puh. Dieser Gedanke, dass Europa so werden soll wie wir, der treibt mich um. Ich sag, weil wenn alle in Europa, wo sollen wir denn dann noch in Urlaub hin? Das war doch immer der Anreiz, dass in anderen Ländern noch ein bisschen anders, weil wir nur eins im Sinn haben, immer müssen arbeiten. Wir müssen arbeiten und schaffen. Wir haben nichts anderes gelernt. Wir müssen schaffen und arbeiten, dann müssen wir wieder arbeiten und schaffen. So lang, bis wir in der Kiste liegen. Und wenn wir in der Kiste liegen, schlagen wir die Kiste mit dem Samt auch noch selber aus und ziehen den Deckel über uns zu. Da haben wir doch gesagt, gerade das ist doch. Ja, aber ja, ist halt. Deshalb haben wir doch diese Sehnsucht immer nach dem Süden, weil dann ein bisschen klar wärst du im Süden auch mal beschissen. Aber mit was für einem Charme. Du sitzt auf der Piazza und der Kellner kommt und sagt, ah, Dottore, Professore, habe ich die Rechnung schon dabei? Aber wir gab 4 Kaffee und 2 rote Wein. Und du sagst, nee, Moment, ich habe 2 Kaffee und 1 Rotwein. Si, si, aber hätte sie aber können, 4 Kaffee und 2 rote Weine. Oh, ich sag's der Frau Gemahlin, oh, Dottoressa, Principessa, ma che bella ci sei. Und du sagst, komm, zahl. Das ist der Spaß wert und sie ist für den Rest des Tages gut gelaunt. Ne, weil, also, Europa soll. Europa soll sich an uns ein Beispiel nehmen. Ja, an was denn? Wie man Großprojekte rasch vollendet? Oh, da habe ich Angst jetzt. Der Mähdorn hat gekündigt in Berlin. Der sucht neue Zerstörungsfelder. Was da? Also wir, das große Vorbild, wir lassen es zu, dass multinational operierende Großkonzerne bei uns Milliarden Umsätze erzielen, aber kaum Steuern zahlen. Da ist der Süden wenigstens ehrlich und sagt, wir machen kreative Buchhaltung, wie immer. Nein, sag mal, aber der Süden, die müssen wettbewerbsfähig werden. Oh, oh, oh. Wettbewerbsfähigkeit, nette Umschreibung für radikalen Sozialabbau. Ich sag, was ist denn, wenn alle in Europa auf einmal so wettbewerbsfähig sind wie wir? Hä? Womöglich noch wettbewerbsfähiger? Dann sind wir wieder der kranke Mann von Europa. Und was ist dann? Na, das ist ganz einfach, ne? Dann ist die SPD wieder am Ruder und macht die Agenda 2030. 50-Stunden-Woche, Rente mit 80 und Mindestlohn von 4,10 Euro. Dann sind wir wieder on top und das Rattenrennen beginnt von vorne. Es ist doch alles so einfach. Es ist nicht doch alles so auf der Hand. Es ist doch. Es warnen ja schon viele und sagen, wenn wir so weitermachen mit unseren Dumpinglöhnen und den Werkverträgen, die den Mindestlohn aushebeln und den Aufstöckersauereien, dann sind wir bald das China von Europa. Das Schlimme an der Erkenntnis ist nur, es macht uns nicht nur nichts aus. Wir sind dann noch stolz drauf. Ganz vorneweg bei dieser Erkenntnis die Kanzlerin. Die hat ja in diesem Jahr die Chinesen wieder hofiert. Das ist unglaublich. Sie war drüben. 2-mal in diesem Jahr war der chinesische Staatschef in Hong Kong. War bei uns zuletzt inmitten der Proteste von Hongkong und hat sich jegliche Einmischung verboten. Hatten die Kanzlerin mal kurz zur Seite genommen, von wegen, ja, das mit den Menschenrechten, das müsse sie halt immer ansprechen, das ist bei uns so eine Art Folklore. Und dann kam der Gauck noch zum Mittagessen dazu und gesagt, Menschenrechte, Freiheit. Und dann hat der Oberchinese alle beruhigt. Er sagt, keine Sorge, Menschenrechte werden wir nicht kopieren. Und da waren alle von der Delegation waren sauber raus. War alles super. Ne?
Das sind also Rituale. Es ändert sich ja nichts. Guck mal, die Banken. Ne? Die Banken in diesem Jahr zocken wieder wie vor Ausbruch der Krise. Wer zahlt? Für Boni, für Luftgeschäfte. Schlimmer als vor dem Ausbruch der Krise. Da sagen viele, was, die fangen schon wieder so an. Das ist ja furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Tragödie. Sag ich, komm, wird ja wohl noch den Unterschied kennen. Ne? Wenn ein Schiff mit 1000 Investmentbankern an Bord in rauer See sinkt, dann ist es eine Tragödie. Wenn aber auch nur einer von denen schwimmen kann, dann ist es eine Katastrophe. Aber die Gefahr. Aber die Gefahr 2014 ging ja nicht von den Banken oder der Wirtschaft aus. Nein, der drohende Untergang kommt vom kleinsten Bundesland im Osten, Thüringen. Der Aufreger des Jahres, der erste linke Ministerpräsident Bodo. Wieso, was kommt da auf uns zu? Reckt sich Stalins Faust aus den Abwasserkanälen von Erfurt um Deutschland, Europa, die Welt mit dem Urschlamm der Verdammnis zu überziehen? Bodo Ramelow, ein Mann aus dem Westen. Gut, da kamen die Gefährlichsten nicht mehr her. Honecker, Saarland. Aber nein, ein christlicher westdeutscher Gewerkschafter als linker Ministerpräsident im Osten, sowas geht ja gar nicht. Eine ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda als christliche Bundeskanzlerin. Geht seit 9 Jahren. Ja, und dann kotzen sie alle ab. Oh, na, aber. Dann kotzen sie alle ab. Rot, rot, grün. Eine Schande für das wiedervereinigte Deutschland. Gut, der Satz stammt vom größten Generalsekretär aller Zeiten. Andreas Scheuer. Von der CSU, bei dem sagt man beim IQ, zähl mal bis 3. 1, 2, 3. Und der Hellseher von der CDU, Peter Tauber, der hat in die Glaskugel gestarrt und erkannt, ein Abstiegsprogramm für Thüringen, das vor allem auf mehr Ideologie betriebene Eingriffe des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft setzt. Gut, die Kernpunkte im Koalitionsvertrag sind kostenfreies Kita-Jahr, dafür Betreuungsgeld weg, stärkere Förderung des Mittelstandes, Kommunen stärken, Massentierhaltung einschränken, Umweltziele einhalten, 500 neue Lehrer einstellen. Da muss man schon mal den Atem anhalten. Ich habe gesagt, was soll denn passieren, dass in Thüringen die Bananen knapp werden? Man, die Linke ist doch lernfähig. Es wurden schon hunderte Tonnen Bananen in unterirdischen Stollen im Thüringer Wald eingelagert. Und auch sonst, die Wirtschaft brummt auch. Die hat 300 neue Betonmischer und in den Baumärkten wird der Stacheldraht knapp. Nur die Union hat aufgejault, von wegen 25 Jahre nach dem Mauerfall kommt die alte SED wieder an die Macht. Hey, ich sag, Union, wie war es denn bei euch damals nach dem Krieg? Da hieß es erstmal so, jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Namen. Und schwupps, schon nach 4 Jahren waren alte braune Socken der ersten Stunde wieder in Schlüsselposition, hat der Adenauer damals so schön begründet. Sie können schmutziges Wasser nicht wegschütten, wenn Sie kein frisches haben. Knapp. Knapp 20 Jahre später hatten wir einen NSDAP-Mann der ersten Stunde als Bundeskanzler und ein stramm hinrichtender Marinerichter war Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Also komm, Union, mal ein bisschen geschmeidig machen. Und wovor der Gauck jetzt so Angst hat, da drüben, da denkt er, Wiederauferstehung, DDR 2.0, die Stasi könnte heute mit den Abhörmethoden der NSA nie und nimmer mithalten. Und das mit der Einschränkung der Reisefreiheit, das kriegen GDL und die Piloten der Lufthansa auch viel besser hin. Also aber das alles wirft so Fragen auf, wo man sagt,
Was wird passieren? Man soll ja nicht immer nur zurückblicken, sondern auch nach vorne. Was wird die Zukunft uns bringen? Da hat Google schon wieder was Tolles im Angebot. Google Future. Funktioniert so ähnlich wie der Wahl-O-Mat. Da muss man immer eingeben, also was einen politisch so interessiert. Und meistens kommt als Antwort, wen man dann wählen soll, CDU oder FDP. Weil noch ein Programmierer vom ADAC da drin. Und die Zukunft, also was wird das bringen? Da stand ganz groß Social Freezing. Social Freezing. Da habe ich gesagt, Moment mal, das ist doch gar nicht Zukunft. Das hat es ja schon seit diesem Jahr. Ein Angebot an junge Frauen, die Karriere und Kinderwunsch irgendwie verbinden möchten. Natürlich aus Amerika, ne? Apple, Amazon, Google. Erstmal haben die gesagt, soll die Frau Karriere machen? Wenn sie dann im Burnout so mit Anfang Mitte 50 feststellt, ah, Kind wäre auch nicht schlecht gewesen. Also kein Problem, die Firma stellt die Gebärkühltruhen. Gesponsert von Langnese und da kann die Frau dann rechtzeitig sagen, ach, das ist aber schön, da friere ich doch mal meine Eier ein. Und wenn ihr dann danach isst, geht's ans Auftauen. Am besten gleich noch die eigene Mutter mit ins Eisfach legen, damit das Kind nach dem Auftauen dann noch eine Oma hat. Blöd ist. Blöd ist, wenn das Wunschkind on demand dann irgendwann fragt, stimmt das, Mami? Mich hat der Klapperstorch gebracht? Nein, nein, mein Kind, der war es in der Truhe viel zu kalt. Was alles aus Amerika zu uns kommt, natürlich erstmal natürlich das Freihandelsabkommen. Das TTIP, für das trommeln ja alle. Vorneweg wieder mal wer? Joachim Gauck. Aber so ein Wirtschaftsclub und hat in höchsten Tönen geschwärmt vom TTIP und wie toll und die Chancen. Und klar, Freihandelsabkommen, da hat er wieder frei gehört. Sind sämtliche Sicherungen mit ihm durchgebrannt. Dieses tolle Freihandelsabkommen, wenn es so kommt, wie es kommen soll, das ist unsere bedingungslose Kapitulation vor der Industrie. Weiter gar nichts. Wir denken immer, ja. Wir denken immer, ey. Wir denken immer, ja, es geht um das Chlorhühnchen. Hat so einen großen Vergleichskochtest gehabt in der Bildzeile. Eine Hausfrau mit einem herkömmlichen Hühnchen und mit einem Chlorhühnchen. Sagt, ich schmecke keinen Unterschied. Aber ich sage, da geh ins Hallenbad und iss es unter Wasser. Ja, also ich, das soll doch alles nur ablenken, was im Windschatten dieses Chlorhuhns alles auf uns zugeflattert kommt. Der Investorenschutz. Die Schiedsgerichte, der Primat der Wirtschaft über die Politik. Noch gilt der Primat der Politik über die Wirtschaft. Da wir fast nur noch wachstumsbesoffene Primaten in der Politik haben, wird es nicht mehr. Vattenfall, der Energieriese, klagt vor einem amerikanischen Schiedsgericht gegen unsere Energiewende. Jetzt schon. Geht um 5 Milliarden. Sehr gute Erfolgsaussichten. Erst recht, wenn das TTIP unter Dach und Fach ist. Unser Wirtschaftsminister, der dicke Siggi, ist auch dafür, stellt sich in der Generaldebatte ans Pult, zuckt kurz mit den Schultern und meint, ja, das mit den Schiedsgerichten, das könne aus den Verträgen leider nicht mehr herausverhandelt werden. Ich sag, du Depp, dann unterschreib sie doch einfach nicht. So. Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel, das ist dick und doof in einer Person. Das ist eine sehr seltsame Laune der Natur. Dass es einen Parteibeschluss gegen das Abkommen gibt, ist egal. Sagt er, nun warte doch erst mal ab, bis das Abkommen da ist. Dann könnt ihr immer noch dagegen sein. Hat er so gesagt? Das ist SPD-Logik. Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Na, aber ihm kann ja nichts passieren. Ne? Jetzt, wo die EU gerade den Kündigungsschutz für Fettleibige beschlossen hat. Das ist TTIP. Wir dürfen dann noch jammern und klagen, aber nicht mehr vor Gericht, nicht mal vor dem Landgericht München.
Das Freihandelsabkommen steht über dem Gesetz. Dann haben wir endlich das, was die Kanzlerin sich seit Jahren wünscht. Die marktkonforme Demokratie. Der kann es ja sowieso gar nicht schnell genug gehen. Ne, die Welt, also die Welt wartet nicht auf uns. Sie ist voll für den Investorenschutz, aber deutsche Verbraucherstandards sollen eingehalten werden. Dafür stehe ich ein. Nach dem Satz habe ich richtig Angst bekommen. Habe an die Maut gedacht und viele andere Sachen. Und immer an ihrer Seite in dieser blöden Freihandelsschwurbel, blöd, Dreck, Mist, Dumpflohpudelei, Joachim Gauck. Weil alle sagen, also wenn die Kanzlerin dafür ist und der Präsident ist auch dafür, dann muss das ja was Gutes sein, ne? Ich sag, Joachim Gauck, kann man den Mann nicht mal bei Veranstaltungen reden lassen, die seinem Amt angemessen sind? Richtfest von der Schulturnhalle oder Jubiläumsfeier vom Taubenzüchterverein in Bad Salzuflen. Dort gehört der Mann hin. Nun öffnet den Schlag. Für die Freiheit. Aber doch nicht bei Anlässen, die gesellschaftlich relevant sind. Bei der Sicherheitskonferenz in München, bei der SICO, dem Jahrestreffen der Rüstungslobby, da hat der alte Militärpfaffe endlich mal gesagt, was er denkt. Wir brauchen mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr. Früher, entschiedener und substanzieller. Denn wir müssen uns der Welt zuwenden. Wie sensibel. Gerade in diesem Jahr mit 100 Jahren und 75 Jahren kommt unser Oberhaupt und sagt, viele fragen ja, was bewegt diesen Mann? Ich habe Frontantrieb. Und oder wunderschön über Bande gespielt mit Röschen von der Leyen. Die hat ja auch getrommelt, einen Tag danach, für die Auslandseinsätze. Da ging das alles los. Ja, familienfreundlich natürlich. Also nur von Montags um 9 bis Donnerstags um 3. Denn der moderne Soldat hat Anspruch auf ein Brückenwochenende, bevor er fällt. Auch Frank-Walter Steinmeier, dem Motto der SPD verpflichtet, nie wieder Krieg, tönt auch. Deutschland ist zu groß, um die Weltpolitik nur zu kommentieren. Denn die Welt ist näher an Europa herangerückt. Ah. Ist doch schnell gegangen, ne? Mit der Kontinentaldrift. In der Schule mal gelernt, so 1-2 Millimeter im Jahr. Ich habe noch gar nicht mitgekriegt, dass Afrika schon an Rom angedockt hat. Aber alle sind sich einig, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen in der Welt. Nicht für die Welt, dafür ist James Bond zuständig. Und in der Welt Verantwortung, das heißt bei uns Soldaten schicken, Waffen schicken, ab und zu betroffene Statements abgeben. Wir könnten ja auch mal vielleicht mal an die Ursachen rangehen. Vielleicht mal die Lebensbedingungen verbessern. Die EU könnte mal ihre hochsubventionierte Agrarpolitik einstellen, die den Kleinbauern in Afrika das Wasser abgräbt. Wir könnten bei uns, der Deutschen Bank und der Allianz, mal verbieten, an der Börse immer noch auf Lebensmittelknappheit zocken zu dürfen. Dürfen die? Ich stelle mir das noch komisch vor, wenn dann der Broker abends beim Abendessen seine Kinder anfährt, wenn die gerade hört, also auf da im Kartoffelbrei rumzumatschen, mit dem Essen spielt man nicht. Aber Kinder sind ja schlagfertig. Was machst du denn den ganzen Tag, Papilein? Nein, nein. An der Börse, wir könnten auch aufhören, Lebensmittel dem Benzin beizumischen. Getreide, Mais, Weizen, da reiben die sich in Afrika verwundert die Augen und sagen, in Deutschland fährt mein Hirsebrei. Wir haben 52 Millionen Flüchtlinge sind weltweit unterwegs, wollen alle nach Europa, zu uns. Eine völlig neue Definition von Nordic Walking. Und das Einzige, was der Friedensnobelpreis gekrönten EU dazu einfällt, das Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum einstellen und die Finanzmittel kürzen. 6,5 Millionen syrische Kriegsflüchtlinge. Jetzt haben 36 Industriestaaten großzügig angekündigt, 100.000 davon aufnehmen zu wollen. Was für ein Kraftakt. Allein die Türkei hat 800.000
aufgenommen. Jordanien, 1,5 Millionen, ist ein Sechstel der Gesamtbevölkerung. Im Libanon sind 3,5 Millionen, die sitzen alle an der Küste, starren auf die Wiesel und fragen sich, warum die deutsche Verteidigungsministerin nach 3 Löffeln Spaghetti-Papp satt ist. Und die Flüchtlinge, die zu uns kommen, da sind wir erstmal überfordert. Kein Plan, nix. Da hat Innenminister de Maizière schon gesagt, ja, der immer so viel Verständnis für die Nöte der Mitläufer von Pegida hat, hat gemeint, ja, in der Flüchtlingspolitik, da ist halt unter seinem Vorgänger, dem Friedrich, einiges versäumt worden. Und da hat der Friedrich gesagt, er hätte ja auch nicht alles erledigen können, was unter seinem Vorgänger versäumt worden ist. Und der Amtsvorgänger vom Friedrich hieß de Maizière, ne? Da müssen die Flüchtlinge halt auch mal selbst auf sich aufmerksam machen, wie in München. Hungerstreik. Gut, da sagt der Stammtisch, das sind sie ja gewohnt. Mit dem Hunger, hä? Aber die Politik hat reagiert, weil es stört das Stadtbild. Also die Leute, die zum Einkaufen gehen, um sich auf dem Viktualienmarkt ihren asiatischen Goldfransendill, ihr südnepalesisches, mondgereiftes Kristallbergsalz oder ihr vom abruzzischen Zwergbergschwein erschnüffelten Trüffel Bärlauchpesto abzuholen. Da müssen wir da halt da hingehen. Das ist da eine Verantwortung. Verantwortung übernehmen mit, was mich interessieren würde, diese Auslandseinsätze. Also selbst wenn wir noch funktionstüchtiges Gerät hätten, mit wem sollen wir es denn besetzen? Wir haben doch keinen, dank der verkackten Reform vom Geölten, hat die Bundeswehr jetzt schon einen solchen Personalengpass, dass sie bereits 3000 Minderjährige unter Waffen hat. 16-, 17-Jährige. Kindersoldaten quasi, ist die Politik der kurzen Wege, ne? Von der Kita auf dem Kasernengelände direkt in den Gefechtsstand. Wenn die jetzt in die Gaukschen Auslandseinsätze geschickt werden, treffen sie im Krisengebiet auf die Kindersoldaten vor Ort. Und so kommt der Gauk und wird sagen, ein Jugendaustausch. Für die Freiheit. Es ist alles so selbstverständlich. Es ist alles so, das Thema Krieg wird alles so, ich könnte mich aufregen. Nein, wir sollen uns ja nicht aufregen. Wir sollen ja ruhig bleiben. Alles ist gut. Uns geht's gut. Wir schauen schöne Serien und sind beruhigt. Die Talkshows sind unser Parlamentsersatz. Sitzen auch meistens mehr Leute am Tisch als im Parlament. Wir silbereiseln uns durch die Weihnachtszeit. Und für die ganz Unzufriedenen haben wir Sat.1, den Unterschichten-Ruhigstellsender. Der hat mich in diesem Jahr verblüfft. Um nicht zu sagen, beunruhigt. Es gab einen politischen Film, Die Kanzlerin, Anfang September. Ich hatte im Vorfeld schon davon gehört, aber ich habe es lange nicht geglaubt. Dann musste ich es glauben, weil ich es gesehen habe. Die Kanzlerin wurde gespielt von Veronika Ferres. Das Liebchen vom Drückerkönig. Die Darstellerin mit dem einen Gesichtsausdruck. Und die hatte als Kanzlerin ein Verhältnis mit dem französischen Staatspräsidenten. Was die Bild-Zeitung, wissend um die hohe Intelligenz ihrer Stammleser, zum klarstellenden Hinweis aufgefordert hatte, Vorsicht, das ist keine Dokumentation. Was mich gewundert hat, also eher beunruhigt, es gab bisher 2 verfilmte Politschicksale auf Sat.1. Der geölte Loser aus Franken, Karl Theodor, und unser großer Bundespräsidentenversuch. Ja. Christian Wulff, der über sein geschenktes Eis am Stiel auf Sylt gestolpert war. 2 krachend gescheiterte Politexistenzen. Und dann wird diese Trilogie vollendet mit der Kanzlerin. Weiß Sat.1 womöglich etwas. Wovon wir alle noch gar nichts ahnen. Mein Gut, nach ihrem Schwächeanfall auf dem Parteitag, ne, den hat sie ja gut bekämpft mit der Tafel Schokolade und Buletten
Aber nachdem sie die Buletten hat die Bulettenkette Burger King Insolvenz angemeldet. Nach ihrem Kurzkollaps, ich rechne immer noch mit dem Explosivaufmacher in der bunten, wölbt sich unter dem Kanzlerinnenjäckchen ein süßes Geheimnis. Sag viel Quatsch. Sag viel, ich geh doch gar nicht schwanger mit 60. Doch, sie ist ja die Fachfrau für Social Freezing, also für soziale Kälte. Nein, ich will da jetzt gar nichts. Deswegen hat mich das Menetekel von Sat.1 auch so schockiert, weil gerade jetzt, wo ich mich mit der Kanzlerin eigentlich fast versöhnt, also, nee, ich finde doch, also, wir beide, ja, also, ich habe mich mit ihr arrangiert. Es geht, ich finde sie, ja. Mein Therapeut hat mir Stimmungsaufheller verschrieben. Ja, also, die Garage ist voll. Ich meine, man muss ja auch mal sehen, was diese Frau in ihren 9 Jahren schon alles geschafft hat. Doch. 2 Bundespräsidenten, einen deutschen Papst, unzählige Minister. Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist heute höher als beim Amtsantritt der selbsternannten Klimakanzlerin. Wir sind wieder mitten im Kalten Krieg, Europa steht vor der Rezession und deutsche Sparer werden sanft zwangsenteignet und keiner regt sich auf. Das muss unserer Volksanästhesistin erstmal eine nachmachen. Ich frage mich ja, ist das alles Teil eines großen Masterplans? Wie geht's weiter mit Deutschland? Ich habe mir alle Regierungserklärungen der Kanzlerin ganz genau angeschaut, von der ersten an. Die war ja historisch, haben alle gesagt, weil sie sich im Sitzen halten musste. War wegen ihrem angebrochenen Ding. Habe ich gesagt, jetzt sitzt sie schon ihre eigenen Regierungserklärungen aus. Aber die Presse war sehr angetan. Historisch, haben alle gesagt. Die erste Regierungserklärung eines deutschen Kanzlers im Sitzen. Auf den Inhalt haben sie schon gar nicht mehr geachtet. Ich habe genau hingehört, was mir Sitting Bull erzählt hat. Und bei einem Satz war ich schlagartig wach. Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Schon haben ihre Jünger wieder... Schön, ne? Sag ich, ja. Vor allem, wenn man weiß, wer den Satz mal im Original gesagt hat. Erich Honecker. Der Satz stand in der Verfassung der DDR ganz oben. Artikel 1, Absatz 2. Und wo es da mit dem Mensch im Mittelpunkt hingeführt hat, das ist bekannt. Konfusion, Verwirrung, Zusammenbruch. Ist da irgendwas von langer Hand geplant? Wir arbeiten dem Niedergang doch zu. Los ging's mit dem Oettinger. Den hatte die Kanzlerin nach Brüssel geschickt als Energiekommissar. Was floppt seitdem total? Die von ihr nie wirklich gewollte Energiewende. Eckart von Kläden, ihre Obernull aus dem Kanzleramt. Für den hat sie einen Schreibtisch bei Daimler-Benz räumen lassen. Der ist dort jetzt Manager for Global Affairs, übersetzt Fachbeauftragter Korruption. Ein Mann, den kein Provinzamtsgericht als Pförtner eingestellt hätte. Kleines Dankeschön der Konzernführung dafür, dass sich die Kanzlerin in Brüssel stets für mehr Schadstoffausstoß und weniger Umwelt eingesetzt hat. Aber auch da, Schwächung des Systems von innen heraus. Daimler kooperiert seit diesem Jahr verstärkt mit Renault. Da hat sogar François Hollande gemeint, oh mon Dieu, was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist der Anfang vom Ende. Ich weiß, wovon ich spreche, bald fahrt ihr nur noch mit dem Zug. Aber auch nicht mehr lange, weil wen hat sie in den Vorstand der Bahn geschickt? Rudolf Pofalla, la 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 la. Wir werden uns alle noch nach Streiks der GDL zurücksehnen. Fipsi Rösler ist seit diesem Jahr Geschäftsführer beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz. Das ist konsequent. Erst hat er die FDP erledigt, jetzt ist ihr Wirtstier dran. Die Wirtschaft. Dirk Niebel, die alte Socke, hatte früh erkannt, wozu Entwicklungshilfe da ist, Waffen verkaufen. Jetzt ist er konsequenterweise seit dem Sommer Cheflobbyist bei der Rüstungsschmiede Rheinmetall. Und seitdem kaputte Flugzeuge, Panzer, die ihre Ketten verlieren, Gewehre, deren Läufe sich verknoten. International sind wir auch sehr gut aufgestellt.
Wer hat Obama beraten bei seiner gefloppten Gesundheitsreform? Daniel Bahr, der Pflegefall der FDP, der sich im Herbst bei der Allianz eingenistet hatte, als kleines Dankeschön dafür, dass er sich stets für die private Krankenversicherung stark gemacht hatte zu Regierungszeiten. Die größten Luschen haben wir eingeschleust in die Schaltstellen der kapitalistischen Werteordnung. Aber nicht nur da. Wir machen von nichts mehr Halt seit diesem Jahr. Wer ist Botschafterin im Vatikan? Annette Schavan, die heilige Plagiata, das frömmelnde... Das frömmelnde Bescheißerle. Dürfte sie eigentlich gar nicht sein, weil sie hat keinen Abschluss für den Auswärtigen Dienst überhaupt nicht zugelassen. Haben sich viele gefragt, mein Gott, wie kommt die jetzt nach Rom? Ist das ganz einfach mit der Lufthansa. Wer betrügt, der fliegt. Und wir sind noch lange. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben noch genügend Hochkaräter in der Hinterhand. Die stille Reserve, die nimmt uns die Wirtschaft auch ab, aus Dankbarkeit für jahrzehntelang geleistete Lobby- und Frondienste. Die einzigen, die es in diesem Jahr geschnallt haben, wo das hinführt, das war der Baukonzern Bilfinger Berger. Dort saß an der Spitze Roland Koch, der Todesscheitel aus Eschborn, als kleines... Ein kleines Dankeschön dafür, dass er Bilfinger Berger am Frankfurter Flughafen immer die schönsten Aufträge zugeschossen hatte als Ministerpräsident. Aber irgendwann hat der Aufsichtsrat von Bilfinger Berger gemerkt, der kann ja gar nichts. Und weg. Aber nach diesem Empfehlungsschreiben freuen sich schon viele wieder auf seine Rückkehr in die Politik. So schafft sich das System irgendwann von ganz alleine ab. Wir sind schon... so knapp davor. Wahnsinn trifft Irrsinn. Das hatte schon vor über 400 Jahren William Shakespeare seherisch erkannt, als er in seinem König Lear beim Gefangenenmarsch nach Dover den durch die englische Ostheide irrenden Grafen von Gloucester die für uns heute so wegweisenden Zeilen ausrufen ließ. Das ist die Seuche dieser Zeit. Verrückte führen Blinde. In diesem Sinne freuen wir uns auf 2015 mit der zeitlosen Gewissheit, es wird mit Sicherheit wieder genauso bescheuert wie 2014. Machen wir das Beste draus. Vielen Dank. Kotzen Sie alle ab. Rot, rot, grün. Eine Schande für das wiedervereinigte Deutschland. Gut, der Satz stammt vom größten Generalsekretär aller Zeiten. Andreas Scheuer. Von der CSU, bei dem sagt man beim IQ, zähl mal bis drei. 1, 2, 3. Und der Hellseher von der CDU, Peter Tauber, der hat in die Glaskugel gestarrt und erkannt, ein Abstiegsprogramm für Thüringen, das vor allem auf mehr Ideologie betriebene Eingriffe des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft setzt. Gut, die Kernpunkte im Koalitionsvertrag sind kostenfreies Kita-Jahr, dafür Betreuungsgeld weg, stärkere Förderung des Mittelstandes, Kommunen stärken, Massentierhaltung einschränken, Umweltziele einhalten, 500 neue Lehrer einstellen. Da muss man schon mal den Atem anhalten. Ich habe gesagt, was soll denn passieren, dass in Thüringen die Bananen knapp werden? Man, die Linke ist doch lernfähig. Es wurden schon hunderte Tonnen Bananen in unterirdischen Stollen im Thüringer Wald
eingelagert. Und auch sonst, die Wirtschaft brummt auch. Die hat 300 neue Betonmischer und in den Baumärkten wird der Stacheldraht knapp. Nur die Union hat aufgejault, von wegen 25 Jahre nach dem Mauerfall kommt die alte SED wieder an die Macht. Hey, ich sag Union, wie war es denn bei euch damals nach dem Krieg? Da hieß es erstmal so, jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Namen. Und schwupps, schon nach 4 Jahren waren alte braune Socken der ersten Stunde wieder in Schlüsselposition, hat der Adenauer damals so schön begründet. Sie können schmutziges Wasser nicht wegschütten, wenn Sie kein frisches haben. Knapp. Knapp 20 Jahre später hatten wir einen NSDAP-Mann der ersten Stunde als Bundeskanzler und ein stramm hinrichtender Marinerichter war Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Also komm, Union, mal ein bisschen geschmeidig machen. Und wovor der Gauck jetzt so Angst hat, da drüben, da denkt er, Wiederauferstehung, DDR 2.0, die Stasi könnte heute mit den Abhörmethoden der NSA nie und nimmer mithalten. Und das mit der Einschränkung der Reisefreiheit, das kriegen GDL und die Piloten der Lufthansa auch viel besser hin. Das ist, aber das alles wirft so Fragen auf, wo man sagt, was wird passieren? Man soll ja nicht immer nur zurückblicken, sondern auch nach vorne. Was wird die Zukunft uns bringen? Da hat Google schon wieder was Tolles im Angebot. Google Future funktioniert so ähnlich wie der Wahl-O-Mat. Da muss man immer eingeben, also was einen politisch so interessiert. Und meistens kommt als Antwort, wen man dann wählen soll, CDU oder FDP. Weil noch ein Programmierer vom ADAC da drin. Und die Zukunft, also was wird das bringen? Da stand ganz groß Social Freezing. Social Freezing. Da habe ich gesagt, Moment mal, das ist doch gar nicht Zukunft. Das hat's ja schon seit diesem Jahr. Ein Angebot an junge Frauen, die Karriere und Kinderwunsch irgendwie verbinden möchten. Natürlich aus Amerika. Ne? Apple, Amazon, Google. Erstmal haben die gesagt, soll die Frau Karriere machen? Wenn sie dann im Burnout, so mit Anfang, Mitte 50, feststellt, ah, Kind wäre auch nicht schlecht gewesen. Also kein Problem, die Firma stellt die Gebärkühltruhen. Gesponsert von Langnese und da kann die Frau dann rechtzeitig sagen, ach, das ist aber schön, da friere ich doch mal meine Eier ein. Und wenn ihr dann danach isst, geht's ans Auftauen. Am besten gleich noch die eigene Mutter mit ins Eisfach legen, damit das Kind nach dem Auftauen dann noch eine Oma hat. Blöd ist. Blöd ist, wenn das Wunschkind on demand dann irgendwann fragt, stimmt das, Mami? Mich hat der Klapperstorch gebracht? Nein, nein, mein Kind, der war es in der Truhe viel zu kalt. Was alles aus Amerika zu uns kommt, natürlich erstmal natürlich das Freihandelsabkommen. Das TTIP, für das trommeln ja alle. Vorneweg wieder mal wer? Joachim Gauck. War bei so einem Wirtschaftsclub und hat in höchsten Tönen geschwärmt vom TTIP. Und wie toll, und die Chancen. Und klar, Freihandelsabkommen, da hat er wieder frei gehört. Sind sämtliche Sicherungen mit ihm durchgebrannt. Dieses tolle Freihandelsabkommen, wenn es so kommt, wie es kommen soll, das ist unsere bedingungslose Kapitulation vor der Industrie. Weiter gar nichts. Wir denken immer, ja. Wir denken immer, ey. Wir denken immer, ja, es geht um das Chlorhühnchen. Hat so einen großen Vergleichskochtest gehabt in der Bild seiner eine Hausfrau mit einem herkömmlichen Hühnchen und mit einem Chlorhühnchen. Sagt, ich schmecke keinen Unterschied. Aber ich sage, da geh ins Hallenbad und iss es unter Wasser. Ja, also ich, das soll doch alles nur ablenken, was im Windschatten dieses Chlorhuhns alles auf uns zugeflattert kommt. Der Investorenschutz. Die Schiedsgerichte, der Primat der Wirtschaft über die Politik. Noch gilt der Primat der Politik über die Wirtschaft. Da wir fast nur noch wachstumsbesoffene Primaten in der Politik haben, wird es nämlich Vattenfall, der Energieriese, klagt vor einem amerikanischen Schiedsgericht gegen unsere Energiewende. Jetzt schon. Geht um 5 Milliarden. Sehr gute Erfolgsaussichten. Erst recht, wenn das TTIP unter Dach und Fach ist. Unser Wirtschaftsminister, der dicke Siggi, ist auch dafür.
stellt sich in der Generaldebatte ans Pult, zuckt kurz mit den Schultern und meint, ja, das mit den Schiedsgerichten, das könne aus den Verträgen leider nicht mehr herausverhandelt werden. Ich sag, du Depp, dann unterschreib sie doch einfach nicht. So. Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel, das ist dick und doof in einer Person. Das ist eine sehr seltsame Laune der Natur. Dass es einen Parteibeschluss gegen das Abkommen gibt, ist egal. Sagt er, nun warte doch erst mal ab, bis das Abkommen da ist. Dann könnt ihr immer noch dagegen sein. Hat er so gesagt? Das ist SPD-Logik, Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Na, aber ihm kann ja nichts passieren. Ne? Jetzt, wo die EU gerade den Kündigungsschutz für Fettleibige beschlossen hat. Das ist TTIP. Wir dürfen dann noch jammern und klagen, aber nicht mehr vor Gericht, nicht mal vor dem Landgericht München. Das Freihandelsabkommen steht über dem Gesetz. Dann haben wir endlich das, was die Kanzlerin sich seit Jahren wünscht. Die marktkonforme Demokratie. Der kann es ja sowieso gar nicht schnell genug gehen. Ne, die Welt wartet nicht auf uns. Sie ist voll für den Investorenschutz. Aber deutsche Verbraucherstandards sollen eingehalten werden. Dafür stehe ich ein. Nach dem Satz habe ich richtig Angst bekommen. Hab an die Maut gedacht und viele andere Sachen. Und immer an ihrer Seite in dieser blöden Freihandelsschwurbel, blöd, Dreck, Mist, Dumpflohpudelei, Joachim Gauck. Aber alle sagen, also wenn die Kanzlerin dafür ist und der Präsident ist auch dafür, dann muss das ja was Gutes sein, ne? Ich sag, Joachim Gauck, kann man den Mann nicht mal bei Veranstaltungen reden lassen, die seinem Amt angemessen sind? Richtfest von der Schulturnhalle oder Jubiläumsfeier vom Taubenzüchterverein in Bad Salzuflen. Dort gehört der Mann hin. Nun öffnet den Schlag. Für die Freiheit. Aber doch nicht bei Anlässen, die gesellschaftlich relevant sind. Bei der Sicherheitskonferenz in München, bei der SICO, dem Jahrestreffen der Rüstungslobby. Da hat der alte Militärpfaffe endlich mal gesagt, was er denkt. Wir brauchen mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr. Früher, entschiedener und substanzieller. Denn wir müssen uns der Welt zuwenden. Wie sensibel. Gerade in diesem Jahr mit 100 Jahren und 75 Jahren kommt unser Oberhaupt und sagt, viele fragen ja, was bewegt diesen Mann? Ich habe Frontantrieb. Und oder wunderschön über Bande gespielt mit Röschen von der Leyen. Die hat ja auch getrommelt, einen Tag danach, für die Auslandseinsätze. Da ging das alles los. Ja, familienfreundlich natürlich. Also nur von montags um 9 bis donnerstags um 3. Denn der moderne Soldat hat Anspruch auf ein Brückenwochenende, bevor er fällt. Auch Frank-Walter Steinmeier, dem Motto der SPD verpflichtet, nie wieder Krieg, tönt auch. Deutschland ist zu groß, um die Weltpolitik nur zu kommentieren. Denn die Welt ist näher an Europa herangerückt. Ah. Das ist doch schnell gegangen, ne? Mit der Kontinentaldrift. In der Schule mal gelernt, so 1-2 Millimeter im Jahr. Ich habe noch gar nicht mitgekriegt, dass Afrika schon an Rom angedockt hat. Aber alle sind sich einig, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen in der Welt. Nicht für die Welt, dafür ist James Bond zuständig. Und in der Welt Verantwortung, das heißt bei uns Soldaten schicken, Waffen schicken, ab und zu betroffene Statements abgeben. Wir könnten ja auch mal vielleicht mal an die Ursachen rangehen. Vielleicht mal die Lebensbedingungen verbessern. Die EU könnte mal ihre hochsubventionierte Agrarpolitik einstellen, die den Kleinbauern in Afrika das Wasser abgräbt.
Wir könnten bei uns, der Deutschen Bank und der Allianz, mal verbieten, an der Börse immer noch auf Lebensmittelknappheit zocken zu dürfen. Dürfen die? Das ist... Stimmt mir so komisch vor, wenn ich... Und wenn dann der Broker abends beim Abendessen seine Kinder anfährt, wenn die gerade hört, auf da im Kartoffelbrei rumzumatschen, mit dem Essen spielt man nicht. Aber Kinder sind ja schlagfertig. Was machst du denn den ganzen Tag, Papilein? Nein, nein. An der Börse, wir könnten auch aufhören, Lebensmittel dem Benzin beizumischen. Getreide, Mais, Weizen, da reiben die sich in Afrika verwundert die Augen und sagen, in Deutschland fährt mein Hirsebrei. Wir haben 52 Millionen Flüchtlinge, sind weltweit unterwegs, wollen alle nach Europa, zu uns, eine völlig neue Definition von Nordic Walking. Und das Einzige, was der Friedensnobelpreis gekrönten EU dazu einfällt, das Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum einstellen und die Finanzmittel kürzen. 6,5 Millionen syrische Kriegsflüchtlinge. Jetzt haben 36 Industriestaaten großzügig angekündigt, 100.000 davon aufnehmen zu wollen. Hey, was für ein Kraftakt. Allein die Türkei hat 800.000 aufgenommen. Jordanien, 1,5 Millionen, ist ein Sechstel der Gesamtbevölkerung. Im Libanon sind 3,5 Millionen, die sitzen alle an der Küste, starren auf die Wiesel und fragen sich, warum die deutsche Verteidigungsministerin nach 3 Löffeln Spaghetti pappsatt ist. Und die Flüchtlinge, die zu uns kommen, da sind wir erstmal überfordert. Kein Plan, nix. Da hat Innenminister de Maizière schon gesagt, ja, der immer so viel Verständnis für die Nöte der Mitläufer von Pegida hat, hat gemeint, ja, in der Flüchtlingspolitik, da ist halt unter seinem Vorgänger, dem Friedrich, einiges versäumt worden. Und da hat der Friedrich gesagt, er hätte ja auch nicht alles erledigen können, was unter seinem Vorgänger versäumt worden ist. Und der Amtsvorgänger vom Friedrich hieß de Maizière, ne? Da müssen die Flüchtlinge halt auch mal selbst auf sich aufmerksam machen, wie in München. Hungerstreik. Gut, da sagt der Stammtisch, das sind sie ja gewohnt. Mit dem Hunger, hä? Aber die Politik hat reagiert, weil es stört das Stadtbild. Also die Leute, die zum Einkaufen gehen, um sich auf dem Viktualienmarkt ihren asiatischen Goldfransendill, ihr südnepalesisches, mondgereiftes Kristallbergsalz oder ihr vom abruzzischen Zwergbergschwein erschnüffelten Trüffel-Bärlauch-Pesto abzuholen. Da müssen wir da halt da hingehen. Das ist da eine Verantwortung. Verantwortung übernehmen mit, was mich interessieren würde, diese Auslandseinsätze. Also selbst wenn wir noch funktionstüchtiges Gerät hätten, mit wem sollen wir es denn besetzen? Wir haben doch keinen, dank der verkackten Reform vom Geölten, hat die Bundeswehr jetzt schon einen solchen Personalengpass, dass sie bereits 3000 Minderjährige unter Waffen hat. 16-, 17-Jährige. Kindersoldaten quasi, ist die Politik der kurzen Wege, ne? Von der Kita auf dem Kasernengelände direkt in den Gefechtsstand. Wenn die jetzt in die Gaukschen Auslandseinsätze geschickt werden, treffen sie im Krisengebiet auf die Kindersoldaten vor Ort. Und so kommt der Gauk und wird sagen, ein Jugendaustausch. Für die Freiheit. Es ist alles so selbstverständlich. Es ist alles so, das Thema Krieg wird alles so, ich könnte mich aufregen. Nein, wir sollen uns ja nicht aufregen. Wir sollen ja ruhig bleiben. Alles ist gut. Uns geht's gut. Wir schauen schöne Serien und sind beruhigt. Die Talkshows sind unser Parlamentsersatz. Sitzen auch meistens mehr Leute am Tisch als im Parlament. Wir silbereiseln uns durch die Weihnachtszeit. Und für die ganz Unzufriedenen haben wir Sat.1, den Unterschichten-Ruhigstellsender. Der hat mich in diesem Jahr verblüfft. Um nicht zu sagen, beunruhigt. Es gab einen politischen Film, für die musst du Welpenschutz beantragen. Ich sage, mei, da wolltest du ja auch ein bisschen was reden, ja. Aber ihr habt nur 3 Minuten Redezeit. Und bei manchen muss man froh sein, wenn es nur 3 Minuten sind. Die GroKo, die Interessensvertretung der Generation 65+, die hat sich die Präambel in ihrem Koalitionsvertrag sowas von zu Herzen genommen. Es darf in den nächsten 4 Jahren nicht zum Äußersten kommen, zum Regieren. Und das klappt. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und in der Lok sitzt Rudolf Bufala. Halala, halala, halala. Das ist 2014.
2014, das war im Wesentlichen ein Gedanke. Wir müssen vom Wesentlichen abgelenkt werden. Und das hat super geklappt. Guck mal, im Februar erhöhen sich unsere Volksvertreter die Diäten um 10%. Zack, kam zeitgleich die Edati-Affäre rein. Da hatten wir eine veritable Staatskrise. Ich habe ja mal versucht, das für mich irgendwo halbwegs, wie das alles sich entwickelt, zu wer hat wann, von wem, was gewusst, wer mit wem, wann, womit und noch schlimmer. Und zum Jahresende wurde es noch komplizierter. Nach diesen SMS-Enthüllungen hat scheinbar jeder von jedem irgendwas gewusst. Der Hartmann von der SPD, der Drogen nehmen musste in diesem Jahr, um seine Partei auszuhalten, der hatte... Er hatte so viele SMS mit dem Edati geschrieben, um ihn jetzt zu informieren, dass er sein Handy als gestohlen melden musste. Und da hat der Edati gesagt, siehst du, genau wie mit meinem Notebook im Frühjahr. Die haben aber auch einen Unterbau, die Sozen. Es war, 2014 war, ja, es war eigentlich, war es doch ein Jahr, das die Menschen elektrisiert hat. Also gut, nicht alle. Na, im Bundestag, das ist immer so, überall sind die Menschen elektrisiert, überall? Nein. Im Bundestag, dieses gallische Dorf, da war es wie immer. Kaum einer da. Da war die Generaldebatte zum Haushalt. Es ging um Bildung, es ging um Zukunft, es ging ums Geld. Und da verlieren sich so ein paar Hanseln im weiten Rund. Ich sage, kann man denn da nicht mal eine Anwesenheitspflicht einführen? Auf der... Wenn schon... Boah, der... Ah. Und dann, und dann strampeln sie sich immer ab und die Opposition reden auf der Regierungsbank, hocken sie gelangweilt rum und patschen autistisch auf ihren Smartphones und iPads da rum. Wenn einer der Opposition seine 3 Minuten Redezeit auszufüllen versuchte, ich würde mir so wünschen, dass einmal ein Redner am Pult ausflippt, wenn er Kanzlerin und Vizekanzler beim gelangweilten Handypatschen erwischt, ein Furor, wie von einem, der in diesem Jahr seinen 450. Geburtstag feierte, William Shakespeare, mit Versen, die die gelangweilten Debattenverweser in ihre Sessel drücken würden. Gifthexentau, den meine Mutter strich vom Fäulnismoor, Fall auf euch zwei! Dann würden sie vielleicht mal wach und würden sagen, und dann weiter. Und dann gleich nachgelegt aus Macbeth, ich kenne euch als Schuft, als Gauner, als Restefresser, als gemeine, eitle, seichte, katzbuckelnde, Kost- und Logie-mickernde Flickstrumpflumpen. Als bangbüchsige, milchherzige, memmischwinkelzügige, kreuzdumm dienernde, kleinkarierte Schubiaks. 3 Kreuzer Hungerlöhner, die sich zu Huren machen aus Diensteilfertigkeit. Ihr, die ich ins Wimmern und Winseln prügel, wenn ihr nur die kleinste Silbe leugnet von euren Ehrentiteln. Der große Fluch der Menschheit, Dummheit und Ignoranz, sei euer. In großen Portionen. Da wäre mal Stimmung in dem Laden. Da ging's mal ab. Da klingt das noch besonders. Besonders dann, wenn das Ganze noch in der Diktion von Herbert Wehner vorgetragen würde. Mann, ich sage Ihnen, Gifthexentau, dass meine Mutter strich vom Fäulnismoor, Fall auf euch. Da ging's mal ein bisschen ab. Ich glaube doch, warum schnarchen die alle darum? Hör mal, es gab doch so viel Anlass für leidenschaftliche Debatten. Die Lage in Europa, der Kalte Krieg mit Kuba ist beendet, wir in Europa sind mittendrin. Nach 100 Jahren Erster und 75 Jahren Zweiter Weltkrieg, in diesem Jahr haben manche gesagt, es wäre mal wieder Zeit, ne? Die Medien, der Spiegel hat gesagt, ja, stopp Putin und es riecht nach Krieg in Europa und die Zeit hat auch gesagt, ja, es ist irgendwo
wer mal da droht Krieg in Europa. Die Bild-Zeitung sowieso, die trommelt ja wöchentlich. Gibt es Krieg in Europa? Und da schwingt immer so das hoffnungsfrohe endlich mit. Weil Schuld ist natürlich, wie immer, der Russe. Was für ein Aufreger. Im Dezember 3 russische Kriegsschiffe im Ärmelkanal. Ganz normales Seemanöver, aber Bild war in Sorge. Herr Steinmeier, müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Müssen wir Angst haben? Hab ich gesagt, wie? Der Russe kommt, wenn er zu uns will, über den Ärmelkanal? Wir haben damals gelernt, wenn der Russe kommt, kommt er über Fulda. Und da waren wir relaxed. Wir haben gesagt, wenn der Russe einmal die Innenstadt von Fulda sieht, dann geht er freiwillig zurück nach Vladivostok. Ne, auch heute diese alte Drohung. Die Russen stehen in 24 Stunden am Rhein. Wie denn bei dem Zustand unserer Straßen? Hä? Wenn die über die Rheinbrücke bei Leverkusen müssen, 3,5 Tonnen Nutzlast. Nein, dieser alte Slogan, ne? Die Russen kommen, die Bayern haben das locker genommen. Da hat der Dobrindt, als der gehört hat, die Russen kommen, hat der nur gerechnet. Ne? Und hat gesagt, bringt mir das. Nein, ich kann beruhigen. Das hat mir mein Therapeut geraten. Hat er gesagt, immer was Positives einstreuen. Die aktuelle Kriegsgefahr ist sehr gering. Also zumindest eine, die von uns ausgehen könnte. Ne? Weil womit? Wir haben ja bei der Bundeswehr nichts mehr, womit wir noch Angst einflößen könnten. Unsere Verteidigungsministerin. Okay, das blonde. Das blonde Fallball, die schon, die trägt ja mittlerweile die gebrauchten Bomberjacken von George W. Bush auf vom obersten Folterknecht, kostengünstig bei eBay ersteigert. Und sie hat ja immer einen sehr begrenzten Wortschatz. Müssen wir darauf achten. Aber in jedem zweiten Halbsatz von ihr kommt immer, das ist richtig und das ist wichtig. Und schon sind alle schwer beeindruckt, wenn sie mit ihrem asigen Lächeln ankommt und dann immer sagt, das ist richtig und das ist wichtig. Die hat ja gedacht, die kommt damit durch. Ne? Die hat gesagt, komm, was soll's, ich habe schon 2 Ministerien vorher versemmelt. Da kriege ich das mit Verteidigung auch noch hin. Muss ja nicht viel machen, immer schön darauf achten, dass die Frisur gut sitzt im Wüstensand. Und ab und zu mal ein kleines Selfie mit dem Kurdenführer. Kasernen zu Krabbelgruppen machen. Leopardpanzer mit Maxikosis nachrüsten. Und immer schöne Fotos. Sie stellt sich ja regelmäßig der huldvoll eingeladenen, kritisch-investigativen Presse. Also Bunte, Gala, InTouch, als in der Ukraine die OSZE-Beobachter entführt wurden. Da war sie zum Fotoshooting auf hoher See vor Libanons Küste. Da hat die Fregatte, auf der Fregatte Wiesel. Das ist ja schon diese Namen, oder? Wie sollen wir denn da den Terrorbanden im Nahen Osten Angst einjagen damit? Da, die Wiesel kommt, da schnallen die. Aber alles hat demnächst wahrscheinlich der Kampfpanzer Flo. Der hüpft. Und dann die Krabbelhaubitze Uschi. Es ist an. Aber an Bord der Wiesel hat sie mit den Soldaten Spaghetti gegessen, wusste die Bunte zu berichten. Und unsere zierliche Verteidigungsministerin war schon nach 3 Gabeln pappsatt. So erfüllt die ihr Amt. Uschi von der Leyen ist die letzte Blendgranate im Munitionsdepot der Bundeswehr, die noch. Funktionstüchtig ist, aber sie kann ja nichts dafür. Die arme Frau ist umzingelt von lauter bösen Männern. Sie hat ja die marode Truppe von ihrem Vorgänger übernommen, Thomas de Maizière, Drohnen-Tommy. Na, hat
hat uns Milliarden gekostet. Der dürfte eigentlich gar nicht mehr im Kabinett sein. Aber da hat die Bahn gleich gesagt, stopp! Den kriegen wir bei uns nicht auch noch unter. Unser Luschenparkplatz ist voll. Ne, gut. Gut. Gut, hat sich die Union gedacht, machen wir halt wieder zum Innenminister, fällt keinem auf, Hauptsache er ist von der Straße weg. Aber er konnte ja auch nichts dafür, er musste das ja übernehmen von seinem Vorgänger, dem Geölten aus Franken, Karl Theodor zu Guttenberg, der aber auch nichts machen konnte, weil er musste ja die Hinterlassenschaft von seinem Vorgänger verwalten, Franz Josef Jung. Alles veritable Unionsgrößen, die für Kompetenz und Sachverstand stehen. Manche in der Partei sind schon nervös und sagen, hoffentlich merkt es mal keiner. Andere wollen es auf die SPD schieben, sagen, Schorsch Leber war's. Für mich war das toll. Also 2014, das war für mich mit das Schönste. Der Niedergang der Bundeswehr. Hör mal, was haben wir Anfang der 80er? Demos gemacht. Ne, im Bonner Hof gerade 600.000 ne, für Abrüstung. Und 30 Jahre später erledigt die Bundeswehr unsere Arbeit. Das finde ich super. Hä? Mit Flugzeugen, die nicht fliegen und Hubschraubern, die nicht landen und Gewehren, die nicht schießen, da sagt die Friedensbewegung zurecht. Ey, Respekt, ey! Wer hätte gedacht, dass unser alter Spruch, den wir auf Bettlaken gepinselt vor uns hergetragen hatten, so seine späte Erfüllung findet? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner kann hin. Weil der Truppentransporter gerade wieder einen Achsbruch hat und dann steht Uschi von der Leyen im Morgengrauen vor einer Transall und fleht und pustet. Flieg! Jetzt flieg doch endlich! Flieg! 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 Was mich nur gewundert hat, diese gehäuften Pannenberichte in diesem Jahr, warum so viel auf einmal? Brauchen die vielleicht mehr? Und dann mache ich es morgen im Magazin an, wer kommt? Es Fallbeil und sagt, natürlich müssen wir auch einen höheren Finanzbedarf ist richtig und das ist wichtig. Die Rüstungslobby hat gesagt, ja, richtig, brav. Deshalb mehr, aber das Geld fehlt ja. Zumindest im nächsten Jahr, weil wir da den Ausge... Deshalb hat Blondie was ganz Tolles in die Generaldebatte eingebracht, den Planungsvorschlag 2016. Wir haben eine moderate Überplanung ohne Kompensation eingebracht. Ich weiß nicht, in welchem Wortschöpfungsbunker die verbeamteten Vollnasen sitzen, um sich solche Satzkonstruktionen einfallen zu lassen. Das muss man sich mal auf der. Wir haben eine moderate Überplanung ohne Kompensation. Heißt, wir rechnen mit Geld, das gar nicht da ist. Gut, das kann man erwarten bei der von der Leyen, eine Frau, die ihre Doktorarbeit mal mit dem schönen Titel abschloss. C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Amnioninfektionssyndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung. Das ist. Das ist der einzige Unionspolitiker, dem ich glaube, dass er seine Doktorarbeit nicht. Weil. Auf sowas kann niemand kommen. Neuestes Auslaufmodell, der Eurofighter. Baumängel am Rumpf, zu wenig Nieten. Unterscheidet ihn vom Planungsstab und von der Politik. Aber es ist ja überall, wo der Begriff Euro mitschwingt, sind ja Baumängel vorprogrammiert. Haben wir in diesem Jahr auch gesehen? Europa? Ja. Droht die Dämmerung, weil das Konzept der Kanzlerin irgendwie nicht aufgeht. Sparen, Hausaufgaben machen, sparen, Hausaufgaben machen. So redet diese Frau seit Jahren mit souveränen Staaten, wie eine Gouvernante mit Kindern. Bald mal Hausaufgaben, dann gibt's auch wieder was zu essen. Das ist eine tolle Idee, sparen, um so die Wirtschaft anzukurbeln. Da könnte man im Hungernden auch.
ist es. Guten Abend. Hallo. Ja. Es ist. Dankeschön. Dankeschön. Man weiß ja gar nicht, ne? Danke. Guten Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Es ist so blöd, ne? Man weiß gar nicht, wie begrüßt man heutzutage noch? Wie soll man, sagt man guten Abend oder geht man raus und sagt grüß Gott? Geht auch nicht, dann sind die Salafisten sauer. Ne? Geht man es ein bisschen jovial an und wie in der Kurpfalz und sagt Allah gut, dann maulen die Vollhongs von Pegida wiederum, sagt man einfach nur guten Tag, dann heißt, wir sollen an dem Tag heute schon gut sein gewesen. Vielleicht müssen wir bald Nastarowje sagen, weil der Russe schon vor der Tür steht. Ich soll ja jetzt dieses Jahr 2014 so ein bisschen es ist so viel passiert, oder? So schnell ging das auch. Ich bin die Tage auf die Bühne und habe mir gedacht, komm, wird nicht viel sein, die letzten News nicht gecheckt, macht nichts, da wird schon nichts, bekommt mir so ein fahnenschwingender Kubaner entgegen und sagt, Kuba Libre, habe ich mein Smartphone angeworfen und habe gesagt, tatsächlich, nach über 50 Jahren haben die Amis gemerkt, dass die Weltbedrohung nicht von alten Straßenkreuzern, Zigarren und Ruhm ausgeht, sondern von Thüringen. Es ist wirklich, es ist verrückt. Ich bin ja in dieses Jahr gestartet und ich habe gesagt, komm, Priol, geh sie ein bisschen versöhnlich an. Ne, gute Vorsätze von Silvester, nicht gleich wieder an Neujahr erbrechen. Ne, hab Zuversicht und Vertrauen, gerade was die Kanzlerin angeht. Ich meine, sie hat ja was, sie kann schon was. Und dann muss ich gleich zum Jahresauftakt feststellen, nicht einmal Langlauf kann sie. Hör mal, die harmloseste Sportart neben Federball. Ich meine, ich wusste immer, dass ihre Politik der kleinen Schritte ein böses Ende nehmen wird. Da kracht die da auf ihren Steiß. Aber da hat man gesehen, eine deutsche Kanzlerin stürzt nicht, die plumpst. Danach kam die Schlagzeile des Jahres, Kanzlerin regiert mit Krücken. Gut, weil, ja, ne? Ich meine, wenn man sich das Kabinett Merkel dreimal genauer anguckt, stimmt, ne, unser Loipenluder, die Aufregung danach, ich habe das locker genommen, die arme Frau, die hat sich ihr Becken geprellt. Ich sag uns prellt sie schon seit Jahren, das wäre mal Anlass. Nein, aber ich will mich nicht aufregen, denn die Chefin weiß, diese Regierung leistet hervorragende Arbeit. Es hat ein bisschen was von der FIFA, ne? Die sich von ihrer werkseigenen Ethikkommission auch gern bestätigen lässt, wie transparent und bestechend sie arbeitet. Aber sie muss nur sagen, uns geht es gut, schon schrauben sich ihre Beliebtheitswerte wieder in astronomische Höhen. Okay, seit diesem Jahr weiß man nicht so genau, wer diese Umfragen in Auftrag gibt, ne? Der ADAC oder ZDF, nein, es wird alles gut. Wir werden geräuschlos und unaufgeregt regiert, also eingeschläfert. Das mögen wir halt. Und damit es nicht langweilig wird, wird im Politzirkus, da haben wir ja zum Glück die CSU, ne? Horst Seehofer, der Quartalsirre aus Ingolstadt, der Alpen-Taliban, der hat auf seinem Parteitag getönt, alles, was diese Koalition erreicht hat, das waren wir, das war die CSU. Kurz danach wurde bekannt, dass im benachbarten Tschechien mehrere Crystal Meth Depots aufgebrochen wurden. Die pfeifen sich aber auch was ein, Sachen. Sonst wären die niemals auf die lustigsten Vorschläge des Jahres gekommen. Der letzte zu Hause soll nur noch Deutsch gesprochen werden. Das fällt dem Bayer generell schwer. Deshalb fordert es jetzt von den Migranten. Nur ich sag, wer soll das kontrollieren? Klingelt dann die Sprachpolizei an der Tür? So, Olli, jetzt pass mal auf. Ich hab dir da einen Satz mitgebracht, der heißt...
In Bayern, da schächtet man keine Hammeln nicht. Hey, ich fundiere gern jetzt im Futur 2, im Plusquamperfekt Passiv und im Konditionalis Irrealis. Hast mich, ich werde das dann prüfen, weil keiner beherrscht die Grammatik besser als wie ich. Ich hab so, genau, sowas, hör mal, sowas fordert eine Partei, bei der man jede Rede mit deutschen Untertiteln versehen muss. Aber der CSU ging's ja nie um Deutschland oder um Europa. Der CSU ging's immer nur um ihr Eigentum, also Bayern. Und da drohten zu Jahresbeginn schlimme Sachen. Rumänen und Bulgaren durften nach 7 Jahren der EU-Mitgliedschaft plötzlich bei uns arbeiten. Was heißt arbeiten? Herkommen, um sich in die soziale Hängematte zu legen, um Häuser zu plündern und fleißige, früh aufstehende Leistungsträger auszurauben. Rumänen und Bulgaren, die Donau aufwärts schwimmen, um unsere Sozialsysteme zu fluten. Wie wir jetzt wissen, in erster Linie mit Beiträgen. Aber egal, da musste man durchgreifen. Wer betrügt, der fliegt. Für mich der Slogan des Jahres. Wer betrügt, der fliegt, habe ich mir gedacht, da ist der Luftraum über München. Aber an manchen Tagen schwer überfüllt, selbst Radio Vatikan hatte es gewagt, die CSU, also das Tochterunternehmen, zu kritisieren. Ne, von wegen, ja, im Ton vergriffen und wo bleibt die Menschlichkeit? Und sagt, was hättet ihr denn damals zu Maria und Josef gesagt? Da hatten die strammen Bayern aber gleich die Antwort parat. Was wir gesagt hätten, schleicht euch wieder rum. Schwanger ist auch noch. Nein, es ist 2014, da hat man wirklich gesehen, unser Land hat Sorgen, oder? Die Welt am Abgrund, Afrika im Ebola-Fieber, überall tobt der Krieg, die Dschihadisten feiern stündlich Scharia-Himmelfahrt. Und womit haben wir uns beschäftigt? Mit der Maut. Da ist ja der Dobrindt, der mentale Einzeller. Der ist sowas von dahinterher. Das waren... unsere Probleme. Was war noch? Charlene von Monaco hat Zwillinge bekommen und Borussia Dortmund mehr Punkte in Flensburg als in der Bundesliga. Das waren die Themen. Ne? Auch auf dem Parteitag der CDU, einen Sonderparteitag zu Europa, hat die Partei einen wegweisenden Beschluss gefasst. Die Sommerzeit soll abgeschafft werden. Ja, habe ich mir gedacht. So rettet man den Kontinent. Okay, die Kanzlerin hat klargemacht, was sie von Europa hält. Europa ist keine Sozialunion. Und dann Deutschland muss es 2017 besser gehen. Das war die Beschlussvorlage auf einem Europaparteitag. So macht man sich Freunde, macht ihr aber nichts. Ich bin Physikerin, ich weiß, wie man spaltet. Hat auch keiner weiter nachgehakt, weil sie haben sich alle auf das Thema Sommerzeit. Für das kämpft auch für deren Abschaffung die CSU. Allen voran Ilse Aigner, die bayerische Superministerin für Wirtschaft und Energiewende, durfte jahrelang als Bundesverbraucherschutzministerin zeigen, was sie alles nicht auf der Naht hat. Und da haben die gesagt, okay, die kann nichts, die passt ins Anforderungsprofil. Und so wurde sie Superministerin in Bayern, jammert ab und zu rum, selbst für Inkompetenz bin ich zu doof. Aber jetzt soll sie die Energiewende verhindern, ne? Die keiner haben will. Schon gar nicht die Stromriesen. Als erster Konzern hat in diesem Jahr E.ON reagiert, spaltet sich auf in E.ON Future und E.ON Classic, Kohle und Atom, weil damit ist nicht mehr viel zu verdienen. Und die Entsorgung ist zu teuer. Soll wer machen? Wir, die Steuerzahler. Nennt sich Public-Private Partnership. Dann lieber Sonne, Wind und Wasser. Da gibt es Subventionen wie früher fürs Atom. Gekürzt wird seit diesem Jahr bei den Solarzellen für Eigenheime. Das ist richtig so, hat der E.ON-Chef Tyson hat es gesagt, wir müssen die Flucht in die Eigenversorgung stoppen. Denn, weiteres Zitat,
Die Stromselbstversorger schlagen sich wie Schwarzbrenner mit Steuervermeidungen in die Büsche. Sagt der E.ON-Chef. wer sich ein Windrad in den Garten stellt, muss bestraft werden, weil er sich etwas nimmt, was allen gehört. Das muss jetzt die Ilse richten, die Sommerzeit weg haben will, weil wir sonst keine anderen Probleme hatten in diesem Jahr, oder? Obwohl, die Euro-Krise ist wieder da. Also die war eigentlich auch nie weg. Es war auch nie eine Euro-Krise, war immer schon das, was sie von Anfang an war, eine Bankenkrise. Aber keine für die Banken, sondern von den Banken für uns. Die müssen wir jetzt bekämpfen, indem wir mehr kaufen. Wir müssen mehr kaufen, kaufen. Gut, das hat man an den Weihnachtsmärkten. Platz da, Arschloch, ich brauche nur ein Geschenk. Wir müssen die Stadezeit, die ich so mag. Wir müssen kaufen, der Binnenkonsum, das Methadonprogramm der Wirtschaftsweisen, muss angekurbelt werden, weil alle an der Droge Wachstum hängen. Wird man Joint Venture geraucht zwischendurch. Hauptsache, der IFO-Geschäftsklima-Index stimmt. Das ist der Wegweiser für alles. Wie der sich berechnet, Geschäftsklima ist gleich Wurzel aus, Klammer auf, Lage plus 200, Klammer zu, mal, Klammer auf, Erwartungen plus 200, Klammer zu, minus 200. Index ist gleich Saldo im Berichtsmonat plus 200 geteilt durch durchschnittlicher Saldo Basisjahr plus 200 mal 100. Wenn du sowas in der 5. Klasse in Mathe als Lösung aufs Blatt geschrieben hättest, eine Stunde Ecke stehen, mindestens. Na und schon mit den Leuten. Und schon mit den Leuten gesagt, hey, durch die Niedrigzinspolitik, du kriegst doch nichts mehr auf der Bank. Was willst du mit dem Geld auf der Bank? Was willst du mit dem Geld? Du kriegst doch nichts mehr. Gib's aus, gib's aus. Und der deutsche Sparer sagt, ja, wenn die das sagen, mach ich das. Ist ja so, wenn du heute 100 Euro auf der Bank anlegen willst, dann rollen sie am Schalter mit den Augen und sagen, ja, da müssen sie jetzt aber noch 5 Euro drauflegen, damit sie am Jahresende die 100 wieder rauskriegen. Was sonst, sagen viele, ja, da lege ich das Geld wieder in das Kopfkissen. Sagen, nein, sagen die, dann kommen die Rumänen und Bulgaren. Nehmen es dir weg. Dieser schlaue Wissenschaftler hatten errechnet, wer im Jahr 1300 einen Euro angelegt hatte, hätte heute 900 Millionen erwirtschaftet. Wer heute 900 Millionen anlegt, muss in 714 Jahren froh sein, wenn er noch einen Euro. Ich Strafzinsen, wenn er Geld auf die Bank bringt. Da stößt der Kapitalismus langsam an seine Grenzen. Ne? Kein Wunder, dass die USA die Nähe zu Kuba suchen. Das sind ja Strafzinsen für Erspart. Bei der Logik müsste man, wenn man sein Dispo überzieht, von der Bank eigentlich Geld zurückbekommen. Macht uns aber nichts. Ne? Wir sind das Volk der Sparer, hält still. Oder wir sagen, der Muslim ist schuld. Der Muslim, der mit dem Asylbewerber in unserer sozialen Hängematte liegt. Schuldige finden wir immer. In München stiegen die Mieten in diesem Jahr teilweise bis zu 50% zerfix der Islamisten. Ein Ventil für viele in diesem Jahr, Pegida. Pegida in Dresden. Dort hat es so wenige Moslems, da hielten viele bis vor kurzem Moschee noch für ihre Weihnachtsgebäck. Aber es werden immer mehr. Die Menge. Schönste hat mir gefallen, ein Kreuz in Schwarz-Rot-Gold. Jesus war deutsch. Dafür hat er aber komisch gesprochen. Ne? Aber gut, in Dresden glaubt man das. Aber gut, Sachsen war ja früher schon das Tal der Ahnungslosen. Aber Pegida. Pegida findet immer mehr Ableger. In Düsseldorf Pegida, auch in vielen anderen Städten, Güstrow, Magdeburg, Braunschweig, Kassel, Darmstadt, begehrte Wohlfühlgegenden. Alle mit diesen schönen Kürzeln, ne? Bragida und Magida und Dagida. In Würzburg auch, dort hat es das treffendste Kürzel, Würgida. Aber es ist. Man merkt aber so, es gärt so ein bisschen, ne?
nach einem Jahr großer Koalition, nach dieser satten Selbstzufriedenheit, die GroKo, unsere antiparlamentarische Schrankwand der Demokratie. Hör mal, wir haben ja eine Opposition. Vor dem Landgericht München wurde auch der Fall des Jahres verhandelt. Uli Hoeneß. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Warum das ging so schnell. Ne? Guck mal, zum Prozessauftakt kommt der Hoeneß an, verliest eine persönliche Erklärung und sagt, ihr geht ja immer noch von diesen 3,5 Millionen aus, ne? Die ich irgendwo am Ding vorbei... Ist ein bisschen mehr. Sind 18 Millionen. Oben sitzt der Richter, löst gelangweilt sein Sudoku und sagt, ja, ja. Haben wir eh schon gewusst. Am nächsten Tag kommt diese Steuerfahnderin, zum Glück nicht gespielt, von Katja Riemann und sagt, ja, wir haben gerade 52.000 neue Belege von der Bank bekommen und jetzt habe ich die mal überflogen und wohlwollend zugunsten des Angeklagten geprüft. Es sind 27,1 Millionen. Am nächsten Tag haben die gesagt, scheiße, da müssen wir noch den Soli draufrechnen, dann sind es ja schon 28,6. Und dann haben Richter und Staatsanwalt und Verteidiger gesagt, komm, lasst uns aufhören, sonst wird es ja uferlos. Und dann gab es eine Strafe, die am untersten Maß dessen angesiedelt, was überhaupt möglich war. Und dann hat der Hoeneß gesagt, okay, nehme ich. Und dann kamen sie alle. Rummenigge hat ihm Respekt gezollt, weil mit dem Verzollen hat es der Rummenigge noch nie so gehabt. Und einen Tag später kommt die Kanzlerin, unsere Kanzlerin, na, und sagt, ich habe großen Respekt vor Uli Hoeneß. Respekt vor, weil er ein Urteil akzeptiert. Seitdem fahre ich. Seitdem. Moment. Seitdem fahre ich mit der U-Bahn nur noch schwarz. Und ich hoffe, dass der Kontrolleur kommt und sagt 80 Euro und ich gebe ihm 100 und sage, stimmt so. Und dann setze ich mich auf den Bahnsteig und warte drauf, dass meine Kanzlerin um die Ecke kommt, um mir Respekt zu bekunden. Da sehen wir, wird ja noch träumen dürfen. Ne? Und am nächsten Tag kommt der Hoeneß. Danach kam der Seehofer, der muss ja immer alles toppen. Ich habe allergrößten Respekt vor Uli Hoeneß. Verrat uns nicht. Aber dann mit den Sanktionen, der Knaller. Russland soll künftig von der Teilnahme am European Song Contest ausgeschlossen werden. Das zwingt Putin in die Knie. Zumal, wenn er dann noch erfährt, dass er 24 Stunden am Tag von der Deutschrussin Jelena Fischer und von Conchita Wurst betanzt und beschallt wird. Das ist immer mit Musik, sagen immer, mit Musik geht alles besser. Sagen in der zweiten Jahreshälfte, da wurde auch kräftig gesungen. Auf geht Deutschland, Titanto. Der Sommer, wir waren Weltmeister, wir haben so abgeräumt und wir waren dann so bescheiden, ne? nach der Ankunft in Berlin. Wir waren so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. Ah, dann die Kanzlerin auch gleich noch ihre Version dazu gemacht. So geht Europa. Europa, das geht so. So geht Europa. Wir waren ja eh die. Hör mal. Wir hatten so gesehen, wir waren.
Ja, Mann, nein, es war schön, es war toll. Die Fußball-WM, ein Fest. Vor allem für die Politik. Das ist 4 Wochen, in denen das Volk immer total abgelenkt ist. Da kann man unbemerkt all die kleinen Sauereien. Und zack, und deswegen da die Beiträge erhöht. Hat mich gewundert, dass die während der WM nicht noch das Freihandelsabkommen mit den USA durchgewunken haben. Es wäre die Gelegenheit gewesen, am besten beim 1-0 gegen die Amis. Aber auf der anderen Seite, wir waren ja die, die überhaupt die europäische Fahne noch hochgehalten haben bei dem Wettbewerb. Alle anderen waren ja in der Vorrunde schon, die Engländer. Ne, die sind die Gangway vom Flieger runter und haben nur gesagt zum Piloten, lass die Maschine laufen. Wir bleiben nicht lang, ne? Und Italien auch, in der Vorrunde weg. Das war die hohe Diplomatie der Kanzlerin. Der neue italienische Ministerpräsident, Renzi, hatte es gewagt, sich gegen die Sparpolitik unserer Austeritätsikone aufzulehnen, von wegen, wir sind der Nächste, die Befehlsempfänger von Angela Merkel. Wir sind Italia. Dann hat die Kanzlerin vor dem letzten Vorrundenspiel mal den Zähnefletscher von Uruguay angerufen. Beißen Sie die weg. Auch das... Auch. Ja, auch das. Auch das frühe Aus von Spanien. Die Kanzlerin hatte sich ein Essen mit dem Nationalcoach Del Bosque gewünscht. Möglicher Termin nach den Vorrundenspielen in Brasilien. Und da hat sich der Del Bosque gesagt, nö. Wer den Süden Europas in solch eine ruinöse Knechtschaft zwingt, da fliegen wir lieber vorzeitig heim. Aber man hat gesehen, WM hin oder her, Europa war das beherrschende Thema in der zweiten Jahreshälfte. Was für ein Aufatmen nach dem Referendum in Schottland. Wo viele gesagt haben, mein Gott, wenn Schottland jetzt fällt, da kommt ein Domino-Effekt. Es war Schottland dann zum Glück, blieben sie ja doch irgendwie königreich und britisch. Ausschlaggebend war das Timing im englischen Königshaus. Wie Kate das hingekriegt hat, termingerecht den nächsten Wurf anzukündigen, toll. Danach ist auch der letzte Schotte eingeknickt, weil William seiner Kate präkoital zugeflüstert hatte, für Schottland, Darling. Das war's. Die Boulevardisierung der Demokratie nimmt aber nicht nur bei uns. In Frankreich zum Beispiel. Für mich immer das Vorbild einer gelebten Streikkultur ist vorbei. Hollande, dieser teigige Latin-Lover, der das ausbaden muss, was ihm seine beiden konservativen Vorgänger, Chirac und der gestauchte Giftzwerg, hinterlassen haben, setzt eine Reform der Grausamkeiten nach der anderen. Interessiert sich jemand? Sagen, oh, la, mais notre président, et la, Nein, es geht nur darum, dass seine Ex-Geliebte ein Buch rausbringt und dann, was ist mit dem Präsident und seinem Croissant passiert und wo war der Motorroller? Dabei, Frankreich ist der erste Freilandversuch außerhalb Deutschlands in Europa, in dem Schröders Vermächtnis, die Agenda 2010, durchgesetzt werden soll. Und eine Nation sagt, oh la, mais notre président est l'amour, Wer geht seit diesem Jahr im Élysée-Palast als Berater ein und aus? Peter Herz, der Nuttenkönig von VW. Der Agenda-Man ist Aufruhr? Nein. Alle sagen, nein, wir müssen auch in Europa, weil die Kanzlerin die Losung ausgegeben hatte. Europa muss so werden wie wir. Puh. Dieser Gedanke, dass Europa so werden soll wie wir, der treibt mich um. Ich sag, weil wenn alle in Europa, wo sollen wir denn dann noch in Urlaub hin? Das war doch immer der Anreiz, dass in anderen Ländern noch ein bisschen anders, weil wir nur eins im Sinn haben, immer müssen arbeiten. Wir müssen arbeiten und schaffen. Wir haben nichts anderes gelernt. Wir müssen schaffen und arbeiten, dann müssen wir wieder arbeiten und schaffen. So lang, bis wir in der Kiste liegen. Und wenn wir in der Kiste liegen, schlagen wir die Kiste mit dem Samt auch noch selber aus und ziehen den Deckel über uns zu. Da haben wir gesagt, gerade das ist doch. Ja, aber ja, ist halt. Deshalb haben wir noch diese Sehnsucht
immer nach dem Süden, weil dann ein bisschen, klar wärst du im Süden auch mal beschissen. Aber mit was für einem Charme. Du sitzt auf der Piazza und der Kellner kommt und sagt, ah, Dottore, Professore, habe ich die Rechnung schon dabei? Aber wir gab 4 Kaffee und 2 rote Wein. Und du sagst, nee, Moment, ich habe 2 Kaffee und 1 Rotwein. Si, si, aber hätte sie aber können, 4 Kaffee und 2 rote Weine. Oh, ich sag's der Frau Gemahlin, oh, Dottoressa, Principessa, ma che bella ci sei. Und du sagst, komm, zahl. Das ist der Spaß wert und sie ist für den Rest des Tages gut gelaunt. Ne, weil, also, Europa soll... Europa soll sich an uns ein Beispiel nehmen. Ja, an was denn? Wie man Großprojekte rasch vollendet? Oh, da habe ich Angst jetzt. Der Mähdorn hat gekündigt in Berlin. Der sucht neue Zerstörungsfelder. Was da? Also wir, das große Vorbild, wir lassen es zu, dass multinational operierende Großkonzerne bei uns Milliardenumsätze erzielen, aber kaum Steuern zahlen. Da ist der Süden wenigstens ehrlich und sagt, wir machen kreative Buchhaltung, wie immer. Nein, sag mal, aber der Süden, die müssen wettbewerbsfähig werden. Oh, oh, oh. Wettbewerbsfähigkeit, nette Umschreibung für radikalen Sozialabbau. Ich sag, was ist denn, wenn alle in Europa auf einmal so wettbewerbsfähig sind wie wir? Hä? Womöglich noch wettbewerbsfähiger? Dann sind wir wieder der kranke Mann von Europa. Und was ist dann? Na, das ist ganz einfach, ne? Dann ist die SPD wieder am Ruder und macht die Agenda 2030. 50-Stunden-Woche, Rente mit 80 und Mindestlohn von 4,10 Euro. Dann sind wir wieder on top und das Rattenrennen beginnt von vorne. Es ist doch alles so einfach. Es ist nicht doch alles so auf der Hand. Es ist doch... Es warnen ja schon viele und sagen, wenn wir so weitermachen mit unseren Dumpinglöhnen und den Werkverträgen, die den Mindestlohn aushebeln und den Aufstöckersauereien, dann sind wir bald das China von Europa. Das Schlimme an der Erkenntnis ist nur, es macht uns nicht nur nichts aus. Wir sind dann noch stolz drauf. Ganz vorneweg bei dieser Erkenntnis die Kanzlerin. Die hat ja in diesem Jahr die Chinesen wieder hofiert. Das ist unglaublich. Sie war drüben. 2-mal in diesem Jahr war der chinesische Staatschef in Hongkong. War bei uns zuletzt inmitten der Proteste von Hongkong und hat sich jegliche Einmischung verboten. Hatten die Kanzlerin mal kurz zur Seite genommen, von wegen, ja, das mit den Menschenrechten, das müsse sie halt immer ansprechen, das ist bei uns so eine Art Folklore. Und dann kam der Gauk noch zum Mittagessen dazu und gesagt, Menschenrechte, Freiheit. Und dann hat der Oberchinese alle beruhigt. Er hat gesagt, keine Sorge, Menschenrechte werden wir nicht kopieren. Und da waren alle von der Delegation waren sauber raus. War alles super. Ne? Das sind halt so Rituale. Es ändert sich ja nichts. Guck mal, die Banken, ne? Die Banken in diesem Jahr zocken wieder wie vor Ausbruch der Krise. Wer zahlt? Für Boni, für Luftgeschäfte. Schlimmer als vor dem Ausbruch der Krise. Da sagen viele, was, die fangen schon wieder so an. Das ist ja furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Tragödie. Sag ich, komm, wird ja wohl noch den Unterschied kennen. Wenn ein Schiff mit 1000 Investmentbankern an Bord in rauer See sinkt, dann ist es eine Tragödie. Wenn aber auch nur einer von denen schwimmen kann, dann ist eine Katastrophe, aber auch die Gefahr. Aber die Gefahr 2014 ging ja nicht von den Banken oder der Wirtschaft aus. Nein, der drohende Untergang kommt vom kleinsten Bundesland im Osten, Thüringen. Der Aufreger des Jahres, der erste,
Der erste linke Ministerpräsident Bodo. Wieso, was kommt da auf uns zu? Reckt sich Stalins Faust aus den Abwasserkanälen von Erfurt, um Deutschland, Europa, die Welt mit dem Urschlamm der Verdammnis zu überziehen? Bodo Ramelow, ein Mann aus dem Westen. Gut, da kamen die Gefährlichsten nicht mehr her. Honecker, Saarland. Aber nein, ein christlicher westdeutscher Gewerkschafter als linker Ministerpräsident im Osten, sowas geht ja gar nicht. Eine ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda als christliche Bundeskanzlerin. Geht seit 9 Jahren. Ja, und dann kotzen sie alle ab. Oh, na, mal. Zurufen, iss weniger, dann bist du schneller satt. Na, unsere große Krisenbewältigerin. Ja, Deutschland kann sich glücklich schätzen, in solchen Zeiten eine solche Kanzlerin zu haben, hat Uschi von der Leyen gemeint. Dafür hat sich die Kanzlerin einen Tag später voll hinter ihre Verteidigungsministerin gestellt und die Verteidigungsministerin verteidigt. Ich habe dann nur noch auf den Satz gewartet, ihr habt mein vollstes Vertrauen. Ich sag, ja, nur noch 48 Stunden. Aber da haben sich, ehrlich. Uschi von der Leyen war im Sommer auch schwer auf Krawall gebürstet. Erst kommt die Kanzlerin und mault und sagt, die Russen verstärken da ihre Präsenz an ihrer Ostgrenze, das geht ja gar nicht. Hing sie schon wieder am Telefon, ne, hat der Putin seinen Hund mal kurz bellen lassen. Und dann war das Gespräch beendet. Und am nächsten Tag kommt die von der Leyen und fordert die NATO auf, ihre Präsenz an der Ostgrenze zu verstärken. Das ist richtig und das ist wichtig. Ich habe mir gedacht, Uschi, warum nur die Ostgrenze, man könnte ja noch ein bisschen weiter, ne? Haben andere auch schon gemacht, Napoleon und dann wieder der andere, richtig. Gut, damals waren die strengen Winter und die schlechte Ausrüstung. Macht der von der Leyen aber nichts. Sie hat gesagt, der moderne Soldat trägt Funktionsunterwäsche, die er sich vorher bei Tschibo noch selbst besorgt hat. Das war in diesem Jahr, ne? Krim und Ukraine und Russland. Und beim NATO-Gipfel waren sich auf einmal alle einig, der Wehretat soll kräftig steigen. Sagt die Rüstungslobby wieder, brav. 2% unseres Bruttoinlandsprodukts soll jedes NATO-Mitglied soll 2% zusätzlich für Rüstung. Das wären bei uns schon mal 13 Milliarden jährlich. Das wird schwierig. Dank Schäuble, weil der sich ja als Safety Car vor dem Staatshaushalt aufgebaut hat und keine neuen Schulden machen will. Wir kriegen, das ist die Meldung für nächstes Jahr am Ende, wir kriegen einen ausgeglichenen Haushalt. Sind Sie da auch so glücklich? Ich stehe im Bad, ich schaue in den Spiegel, ich kann kaum an mich halten. Ich bin beseelt, man spürt es auch schon, ne? Im Portemonnaie, wie es sich aufbläht. Durch die bloße Ankündigung, wir werden viele Gürtel kaufen müssen, die wir enger schnallen können, damit die Hose nicht rutscht durch die Aufblähung. Ein ausgeglichener Haushalt durch Rekordsteuereinnahmen. Da jubelt der Deutsche. Das ist ein europaweites Phänomen, dass sich ein Volk darüber freut, mit selbst geleisteten Steuerzahlungen seinem Finanzminister einen ausgeglichenen Haushalt zu ermöglichen, der niemandem was bringt, außer seinem Ego und ihn deswegen auch noch zu mögen. Super. Keine neuen Schulden, sondern alle, ja, wegen der nächsten Generation. Die interessiert es doch gar nicht. Geh mal zu so einem 15-Jährigen hin, falls du noch zu ihm durchdringst. Sagst, hey, sind die Stöpsel von deinem iPod aus dem Ohr und das Smartphone weg. Wir sind ja nicht auf der Regierungsbank. Weißt du, was deine Regierung für dich macht? Sie schenkt dir einen ausgeglichenen Haushalt.
erhöhe. Das hast du doch immer so gewünscht. Erhöhe. Dann kommt doch Bildung, wäre mir lieber. Nee, nein. Nein, wir dürfen keine. Wir dürfen keine. Keine. Nein, wir dürfen der nächsten Generation keine neuen Schulden hinterlassen. Da hinterlassen wir kaputte Autobahnbrücken, marode Straßen, von der Bundeswehr reden wir jetzt mal gar nicht, fehlende Krankenhäuser und die Kinder können nicht mehr schwimmen, weil es kein öffentliches Schwimmbad mehr geben wird, in dem sie es noch lernen können. Wir hinterlassen ihnen keine Schulden, nur Kosten und Aufgaben. Fast schon ein fürsorgliches Beschäftigungsprogramm. Diese Nullverschuldung, die haben wir ja nur dank Brüssel hinbekommen. Ne, sonst hätten wir die Latte gerissen, weil die EU erlaubt, dass in das Bruttoinlandsprodukt so christliche Werteposten eingepreist werden dürfen wie Einkünfte aus Prostitution, Drogenhandel, Zigarettenschmuggel und Schwarzarbeit. Und je höher das Nationaleinkommen, desto geringer die Netto-Schuldenaufnahme. Heißt, wir müssen jetzt alle noch viel mehr kiffen, vögeln und das Finanzamt bescheißen, nur damit der Schäuble diese schwarze Null dauerhaft seine schwarze Null präsentieren kann. Okay, es gibt schlimmere Anreize, womit man seinem Land dienen kann. Ich war ja noch bei Russland und bei der NATO. Und beim G20-Treffen in Brisbane haben sie Putin zugesichert, ja, also die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen. Hat er mal kurz gelacht, die Kanzlerin angebellt. Und ist wieder heim, weil er gewusst hat, komm, nach dem Mauerfall haben sie schon mal versprochen, die NATO keinen Daumen breit nach Osten erweitern. Kommt halt auf den Maßstab der Landkarte an, auf die man den Daumen legt. Das hat der Gorbatschow damals verpasst, dass er das hat schriftlich nicht geben lassen. Der Gorbatschow, unser Gorbi, ist er nicht mehr in Ungnade gefallen, weil er gesagt hat, so darf der Westen mit Russland nicht umgehen. Oh, da haben viele gesagt, ja, der wird halt da langsam alt, ne? Und dann kamen unsere Elder Statesmen und haben Verständnis gezeigt. Genscher, von dem wir im Jubiläumsjahr bis zum Erbrechen den Satz hören durften auf dem Balkon der Prager Botschaft. Oh. Der Satz wäre eigentlich noch weitergegangen, nach dem Jubel. Ne? Der Satz, sind wir heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise heute leider noch nicht stattfinden kann, da wir... Das sind berühmte, unvollendete Sätze der Weltgeschichte. Auch die Kanzlerin vor 6 Jahren, als die Bankenkrise da war. Ne? Ihr Satz, die Spareinlagen der Deutschen sind sicher. Der ging auch noch weiter. Sind sicher bald nichts mehr wert, wenn meine... Und Genscher hat jetzt auch gesagt, also der Westen muss verbal abrüsten, was Russland angeht. Dann kam der Dicke und hat gesagt, also Europa geht nur mit Russland und nicht dagegen. Dann kam Helmut Schmidt, unsere Ikone, und gesagt, man muss Putin natürlich auch verstehen. Den Satz wollte eigentlich der Schröder sagen, aber der durfte nicht, weil die Grünen in der EU gesagt haben, nein, darf er nicht. Er als oberster Gasableser von Putin, der ist befangen, darf dazu nichts sagen. Und dann hat der Schröder den Text genommen, ist zum Schmidt und er sagt, Helmut, kannst du noch lesen? Und dann hat... Und dann hat er... Da hat er nochmal an seiner Menthol gezogen. Es gibt ja immer noch Menschen, die glauben, dass Helmut Schmidt noch lebt, ne? Das ist Quatsch, der ist schon seit Jahren tot. Den hat Rehmz mal nachgebaut, um den Menschen weiszumachen, wie gesundheitsfördernd Rauchen im Alter ist. Aber auf den Schröder haben die eingeprügelt, weil er doch in St. Petersburg seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte mit Putin. Oh, da war was los. Als erstes kam Volker Kauder, ein ganz sympathischer Mann. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit, dass ein ehemaliger Bundeskanzler einer amtierenden Regierung so in den Rücken fällt. Da musste sofort Philipp Missfelder beichten.
der damalige noch Vorsitzende der Jungen Union, hat gesagt, Onkel Volker, ich war auch dabei. Stimmung. Und am nächsten Tag kommt der gleiche Volker Kauder und sagt, gerade Philipp Missfelder hat gezeigt, wie wichtig es ist, in Krisenzeiten den Dialogfaden nie abreißen zu lassen. Das ist unglaublich. So scheinheilig können nur Christen, ne? Aber den Schröder, nein. Den Schröder haben sie, das geht ja wohl gar nicht. St. Petersburg, Putin, mit den ganzen Verbrechern trifft er sich dort. Das hat der Schröder locker retourniert. Also hört mal, wenn ich mich mit echten Kriminellen treffen will, dann bleibe ich in Hannover und esse mit dem Maschmeyer zu Abend. Ne? Super. Gorbi und Shevardnadze, die haben damals wirklich dran geglaubt, dass die NATO sich nicht weiter... Und dann kam das Baltikum und gesagt, hey, dürfen wir unter die NATO? Komm her, komm her. Und dann kamen die Polen und haben gesagt, dürfen wir? Komm her, komm her, schnell. Und dann Bulgaren, Rumänen, die Ungarn, komm. Die Tschechen, komm her. Die Slowakei, ja, auch noch. Ungarn, ja, komm, alle her. Weil es hat keiner gemerkt, weil da war der Jelzin am Ruder, der alte Tanzbär. Und der musste die Wodka-Vorräte vom Chruschtschow noch absaufen. Und dann kam der Putin und mit ihm das erste Foto. Er halbnackt auf seinem selbstgeangelten Tiger. Und da hat die NATO gesagt, was haben Sie denn jetzt für einen Säufer? Komm, dem nehmen wir jetzt noch Georgien und Transnistrien und dann dieses ganze vormongolische Gelump, das sowieso keiner aussprechen kann. Das Blöde ist nur, der Putin säuft nichts. Ein veganer Antialkoholiker, da kann man mal sehen, wo sowas hinführt. Seitdem sagen alle, gibt's nur ein Mittel, Sanktionen. Das hat unsere Industrie von Anfang an locker genommen, ne? Die haben gesagt, was soll's, dann liefern wir unsere Maschinen halt über Saudi-Arabien nach Moskau. Die Molkereien und die Käsereien, die treffen die Sanktionen, aber doch nicht die Großindustrie. Ungeachtet der Sanktionen dürfte die BASF-Tochter Wintershall ein Abkommen mit der Gazprom schließen. Der Gazprom gehört jetzt der Erdgasspeicher im niedersächsischen Rheden. Der größte Gasspeicher Westeuropas. Da habe ich mir gedacht, ja, so macht man sich unabhängig. Als Gegenleistung darf die BASF Milliardendeals in Sibirien ankurbeln. Und der Nürburgring gehört seit ein paar Wochen wem? Einem Russen. Das ist die Logik der Sanktionen. Sanktionen ja, aber nur, wenn sie uns nicht treffen. Kennt man, wenn die Lokführer streiten. Da gibt's am Anfang auch immer Sympathie. Ne? Sagen viele, das ist richtig, dass die mehr bekommen. Die müssen uns immer sicher fahren. Und das ist anstrengend für die auch in dem Schichtbetrieb. Und alle halben Minute müssen sie den Knopf drücken und sagen, ja, wir leben noch. Da sollen die auch anständig bezahlt werden dafür. Das ist, da dürfen die auch dafür streiken. Jawohl. Ja. Aber nicht in dem Zug, mit dem ich auf die Arbeit muss. Das ist der Feier, der. Oh. Da hatten sie einen Bocksack, auf den alle draufgegangen sind, dieser Weselski, der GDL-Chef. Was haben sie auf den eingestellt? Der Fokus hat ihm jegliche Legitimation abgesprochen, weil er wohnt in einer schicken Leipziger Altbauwohnung, 85 Quadratmeter. Hey, wow, so viel doch. Und er verdient das Doppelte von einem von ihm vertretenen Lokführer. Da hätte so einer doch kein Recht, die zu... Für das Jahresgehalt von Weselski muss der Bahnchef Grube 11 Tage lang arbeiten. Das sind Schicksale. Und der Grube... Und der Grube braucht das eingesparte Geld der Lokführer für sein unterirdisches Projekt Stuttgart 21. Aber ich war ja noch bei den Sanktionen und also bei solchen, die Russland wirklich treffen sollen. Da gab's tolle Vorschläge. Die Fußball-WM 2018 soll ihnen weggenommen werden. Da kam aber sofort Sepp Blatter
der ganz Unbestechliche. Vorbild aller Despoten und lupenreiner Demokraten. Und habe gesagt, ja, Moment mal, das hat die Politik nicht zu entscheiden, sowas. Das entscheiden wir von der FIFA ganz alleine. Da sind die ersten Milliarden schon da, da geht gar nichts mehr. In Katar wird schließlich auch gespielt, in diesem Menschenschinderstaat. Das ist ganz normal, selbst Franz Beckenbauer hat gesagt, er habe dort keine Sklaven gesehen. Konnte er auch nicht, weil die waren schon unter dem Rasen. Wir sind da schmerzfrei. Wir sind da schmerzfrei. Wir würden auch in Nordkorea kicken lassen, wenn die Kasse stimmt. Gell, Karl-Heinz? Magst du noch eine Rolex-Uhr haben? Auch der nächste Vorschlag hat nichts gebracht. Ne? Kein Formel-1-Rennen in Sochi. Da sind sie aber schön im Herbst. Jung, jung, jung. Weil da Bernie Ecclestone, der uns in diesem Jahr mal gezeigt hat, was wir von einer unabhängigen deutschen Justiz und ihrer fairen, neutralen Rechtsprechung zu halten haben. Okay, das war Landgericht München. Ecclestone hat geschmiert und korrumpiert und Millionen verschoben. Und dann gab es einen Deal als Vergleich. Da ist das Landgericht München immer großzügig.